Hallo allerseits, und da sind wir mit Anno 1800, dem neuen DLC, und zwar schon vor Release. Das ist doch mal eine feine Sache. Reiche Ernte heißt er, und wie man hier schon in dieser knallharten Schlagzeile sieht, bringt er uns reiche Ernte durch Silos, wie man hier sieht, und obendrein durch Traktoren. Und heute will ich mir das mal anschauen. Ich habe jetzt hier bewusst ein Safe-Game geladen, das noch nicht ewig weit ist, das im Grunde so am Anfang des Endgames steht. Also wir haben schon Investoren, Elektrizität und all den Kram, aber noch nicht endlos viel, weil ungefähr da dieser DLC auch einsetzt. Das ist kein Mega-Endgame-DLC wie der Palast, sondern der bringt dir ab dem Punkt, wo du Elektrizität hast, etwas. Und zwar kannst du ab da dann deine Landwirtschaft verbessern, in der gleichen Form, wie du bislang nur deine Industrie verbessern konntest. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, gemeinsam, wie das funktioniert, ob das Spaß macht, wie toll das ist. Hier sieht man es gleich, wir kriegen direkt am Anfang eine Quest, die großen Aufgaben, die Anno einem so stellt, ein Silo an einer Schweinezucht errichten. Jawohl, das machen wir doch mal. Und ein Hinweis noch an dieser Stelle, ihr könnt diesmal Twitch-Drops abstauben, wenn ihr auf Twitch zuschaut. Dieser Stream läuft auf YouTube und auf unserem Twitch-Kanal Monsters Explosions auf Max. Auf Max gibt's aber noch ein wenig was zu gewinnen. Also nicht gewinnen, sondern jeder, der teilnimmt, kriegt nach einer Stunde Zuschauen ein Banner zu diesem DLC. Und nach drei Stunden, wenn ihr also wirklich knallhart dranbleibt, kriegt ihr noch eine Werbetafel dazu. Genau. Und dazu müsst ihr euren Ubisoft-Account verknüpfen. Wir haben auch den Link dazu gepostet. Einen Ubisoft-Twitch-Drop-Link gibt es. Und dann könnt ihr da abkassieren. So, die Anwaltskanzlei. Ja, im Hintergrund habe ich wieder meine Anwaltskanzlei. Richtig. Dafür haben wir hier doch eine schöne Stadt. Gut, hier ist... Man darf nicht so weit nach außen schauen. Genau. Wie gesagt, das ist noch kein endlos weites Safe-Game. Also... Wir haben natürlich mehrere Inseln, wir haben die neue Welt und alles, aber ich habe jetzt bewusst keins gemacht, wo wir einfach alles schon haben und gar nirgends mehr hinbauen können, weil das ist eben gar nicht, wo dieser DLC einsetzt. So, erstmal kurz wie üblich der Check, stimmt alles mit Ton und Bild für euch? Gebt mir gerne Feedback, ob ich noch irgendwas einstellen soll. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist etwas leise, ne? So. Ein Maurice-Pub-Aufsteller lebensgroß, wünscht sich Blue Orkinos. Leider derlei Merchandise haben wir aktuell nicht im Angebot, aber ich werde das mal als Anregung mitbringen. Gut, also soweit das klingt, ist ja alles gut. So, das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob wir eine Schweinezucht mit einem Silo verbessern. Wie sich das unsere Bäuerin hier wünscht. So. Und der Kniff an der ganzen Sache ist... So. Das kostet ein wenig was, aber nicht viel. Und steigert die Produktivität der Farm. Wir müssen das interessanterweise aber an die Farm dran bauen. Das heißt, unsere bestehenden Farmen, unsere Pläne, müssen über den Haufen geschmissen werden, wenn wir das machen. Cool Zero und Fnatic 82 und Kampfgurke haben alle Twitch-Abos abgeschlossen. Ihr seid alle famos und ihr habt einen Hype-Train gestartet. Ich danke euch sehr herzlich. Genau, also was eben nicht geht, ist, dass man dieses Silo angrenzend... Ich meine, es ist ein bisschen lustig eigentlich, weil, wie man hier sieht, hat diese Schweinezucht auch schon rein von der Optik her Silos hier. Aber dieses Silo kann nicht an die Felder platziert werden. Man kann nicht seine bestehenden Felder einfach verlängern. DLG3L, auch ein Abo. Vielen Dank. Genau. Also man kann das eben... Man muss tatsächlich nochmal umplanen. Und soweit ich das im Blog-Eintrag verstanden habe, sind das auch... Ja, weil hier gerade jemand sagt, das Markthaus kann auch hier gerne mal noch verbessert werden. Weil das im Blog-Eintrag schon jemand gesagt hat, das ist auch
Teil des Ziels hier, dass... Da kommen die Abos rein. Ey, ich bin ja begeistert. Takti, Jack McGregor, Gössi96, Itmorshan, Epic Nobody. Ja, Level 3 Hype Train schon. Ihr seid wunderbar. Ja, genau. Ich bin ganz hin und weg von euch. Was ich sagen wollte, die Entwickler haben tatsächlich... wiederhole mich hier ständig, aber haben eben wohl gesagt im Blog, dass es Teil des Ziels dieses DLCs ist, dass eben in die Landwirtschaft noch ein bisschen Dynamik reinkommt und man nochmal umplanen muss im späteren Spiel, weil aktuell ist ja so, dass die, sobald sie mal lief, relativ kompakt stehen bleiben konnte, während man seine Industrie ja wirklich später nochmal, wenn man nicht von Anfang an dafür mitgeplant hat, umbauen musste, weil ja noch das Kraftwerk dann irgendwann wo rein musste und die Elektrizität. Und das soll jetzt auch bei der Landwirtschaft so sein. Herr Maximal und Blue Or- Moment, Blue Orkinos, das war vorher schon mal. Egal, da hast du halt nochmal. Ja, jetzt werden den ganzen Tag nur noch Abonnenten nix vorgelesen. Ja, ich, war etwas überrascht, tatsächlich, dass es hier direkt losgeht so stark. Amandil, ja, ihr seid ja großartig. So, genau, und deswegen werden wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Landwirtschaft umplanen, wie das der Mensch, der Bauer uns aufgetragen hat. Und zwar müssen wir dazu eben tatsächlich diesen bestehenden Schweinestall abreißen hier. Jetzt können wir einen neuen bauen. Und jetzt kann eben ein Silo drangesetzt werden. Für ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Und damit wird dann in dem Fall die Produktion verbessert. Das Silo braucht aber Getreide. Das braucht eine Ressource, was bislang ja nicht der Fall war. Eine Schweinezucht konnte einfach so produzieren. Ist eigentlich ganz interessant. So, man sieht jetzt, das nimmt quasi, ist im Grunde ein Gehegeslot extra, der jetzt hier benötigt wird. Ich sehe auch, dass hier sowieso mal ein zweites Lagerhaus ganz gut wäre. Und auf dieser Insel wird Getreide gar nicht produziert. Oder doch? Ich habe, glaube ich, irgendwo hier eine Getreideproduktion. Wenn nicht, kann ich eine anlegen. Genau, hier unten haben wir eine große Getreideproduktion. Wie sieht's mit uns? Unsere Getreidelager sind auch voll. Das heißt, das Silo muss eigentlich, ach ja, aber das ist interessant. Moment. Muss das Silo als eigenes Gebäude an die Straße angeschlossen werden? Weil es ist ja eigentlich ein Lagerhaus in Reichweite, nämlich das hier. Lexikon 1998, Nanolux, Rebel 236 und Crampy 93. Ja, großartig. Kann ich mal mit den Peets und Rocket Beans einen Anno-Stream machen? Das hängt ein wenig auch von den guten Herren ab. Prinzipiell finde ich die Idee keineswegs schlecht. So, Was 86, ebenfalls vielen Dank. Es geht ja voll ab gerade. Ich bin relativ überrascht. Erklärt doch mal, warum wird gerade so viel abonniert? Sind hier viele Leute da, die sonst nicht Max schauen und die jetzt gerade einfach da sind, weil das ein Anno-Reveal ist und weil ihr vielleicht von woanders hergekommen seid? DavidGamer09, vielen Dank. Oder ist es einfach der Hype-Train? Ja, aber der muss ja auch irgendwie gestartet worden sein. Genau, also anscheinend ist das Silo ein eigenes Gebäude, das Straßenanbindung braucht. Dann müssen wir tatsächlich hier nochmal neu planen. Ich habe tatsächlich gedacht, es wäre... ich spiele das gerade zum allerersten Mal. Diese Version wurde von einer halben Stunde erst überhaupt für uns als Presse überhaupt freigeschaltet. Deswegen weiß ich nicht viel mehr als ihr und entdecke das mit euch gemeinsam. Aber gut, dann müssen wir hier nochmal abreißen, interessanterweise. Und das Straßennetz hier auch ändern. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das anders hier sortiert bekomme, diese Schweinezucht. Ich habe es mir jetzt gedacht, dass man es vielleicht so machen könnte. Dass das Silo
dann entweder hier oder hier hin kann. Es ist jetzt nicht perfekt vom Platz her. Nee, man sieht eben, das ist eigentlich alles anders gebaut. Das war anders geplant hier. Wenn ich das aber so mache... Ah genau, das Silo hat sein eigenes, seinen eigenen Transportkarren, der sich jetzt aus dem Lagerhaus bedient. Mit, mit einem eigenen Transportkarren. Und tatsächlich bedeutet das nur, dass dieses Lagerhaus jetzt noch überlasteter wird. Aber das ist erstmal ein Problem für eine andere Zeit, denn jetzt können wir hier erstmal wieder... Jetzt gehen wir halt tatsächlich, jetzt wird diese Sache hier größer, die Produktion, und dafür müssen die Holzfällerhütten vielleicht später noch ein bisschen woanders hinweichen. Also das hat so einen... Eine Art Butterfly-Effekt sozusagen, was man hier ändert. So, so, so. Und dann kann vielleicht noch eins hier so hin. Genau, jetzt haben wir eine neue Farm, die mehr produzieren kann. Nachdem das Silo hier sein Getreide sich geholt hat. Und die Bäuerin ist froh, das Silo steht und ist im Betrieb. Jetzt haben wir gelernt, wie man Silos produziert. Kann man in dem Spiel wenigstens Kaffeeplantagen anlagen? Ja, kann man in der Tat. Weil ihr, weil gerade gefragt wurde, der DLC Umbra Mortus und Dat Carter hat ebenfalls abonniert. Vielen Dank. Der DLC ist noch nicht erschienen. Der kommt am 2. Juni raus und ist auch Teil des zweiten Season Pass. Aber wir haben ihn vorab bekommen, um ihn hier streamen zu dürfen. Und wie gesagt, könnt ihr damit auch Twitch-Drops abstauben. Und weil auch jemand fragt, kommen heute die kostenlosen Spiele? Ja, heute auf YouTube kommen wie immer jeden Freitag die kostenlosen Spiele mit mir und Fritz. Wir haben es schon aufgenommen. Fritz schneidet es gerade. Und dann wird das heute live gehen. Genau, jetzt kann man hier eben die Landwirtschaft so aufpumpen. Und das Zweite, was man machen kann, und das haben wir jetzt nicht als Quest bekommen, das geht aber auch, ist ein Traktorenmodul für Farmen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich eine Farm habe, wo ich das gut zeigen kann. Genau, und das kostet aber, das geht hier gar nicht, weil auf der Insel habe ich die nicht. Dann gehen wir mal auf die Hauptinsel. Die Silos sind relativ einfach. Die sind, kosten halt nur ein bisschen Getreide als Ressource und kann man dann relativ simpel machen. Man muss halt dann wiederum, man braucht auch mehr Getreide, aber das kann man auch haben. Denn es gibt jetzt Traktoren, die man anbauen kann. Eine Traktorscheune an seine Farmen. Und was das dann bewirkt, ist, dass diese Farm mehr produziert und mehr, mehr Felder anlegen kann. Die Sache ist aber, das funktioniert noch nicht, bis wir nicht auch hier eine Treibstoffscheune bauen und das dann mit Öl versorgen. Also hier braucht man deutlich mehr. Hier braucht man wirklich vom Ölhafen aus eine Schienenanbindung. Das heißt, damit wird die Landwirtschaft plötzlich deutlich komplexer vom Setup, wenn man das nutzen möchte, weil man jetzt eben nicht mehr einfach überall das hinsetzen kann, sondern die Landwirtschaft jetzt auch in die Teil der Industrialisierung wird. Und dafür braucht man eben auch Dampfmaschinen, die ja durchaus eher schon so eine Late-Game-Ressource sind. Also das braucht eben ein wenig länger. Und ich würde jetzt auch sagen, wir können das jetzt vielleicht mal, ich muss mal kurz gucken, die Madame Kahina gerade, nein. Es könnte durchaus gefährlich
Hat die gerade im Angebot... Ach nee, vorher hatte die mal... Champagner-Saat im Angebot. Ich hatte gedacht, vielleicht können wir eine komplett neue... Na komm. Schade. Eine komplett neue Produktionskette bauen, weil ich Champagner noch nicht habe in diesem Safe-Game. So, jede Scheune eine eigene Schiene. Nee, es ist tatsächlich so, dass du baust eine Treibstoffanlage, der dann allen Traktoren in Reichweite Treibstoff gibt. Man sieht das hier. Ist wie ein Kraftwerk, das Elektrizität gibt, nur eben für Traktoren eben. Also es ist keine Elektrizität, sondern das Öl wird in dem Fall zu Treibstoff statt Strom. Ist eine Tankstelle, ja, wie hier. Und ihr seht hier ungefähr, der Lieferumkreis ist relativ hoch. Also wenn ich sie hier, sie ist sogar sehr hoch, überrascht mich gerade sogar ein bisschen, wenn ich sie hier hinsetze. Ah ja, jetzt kriegen wir sogar als Schlagzeile gerade. Eine neue Ära im Ackerbau. Das habe ich euch die Traktoren schon zu früh gezeigt. Jetzt kommen sie als Schlagzeile. Und wie weit geht das denn? Lass mal gucken, wie weit das geht. Okay, also man muss mal... Das ist ja heftig. Das heißt... Lass mal kurz gucken, wenn ich das jetzt hier so mache. Okay, also hier seht ihr jetzt, wo es aufhört. Da hört es auf. Ich zeige auf meinem Bildschirm, als könntet ihr sehen, worauf ich zeige. Aber gut, Farmen brauchen ja auch recht viel Platz. Und entsprechend geht das wohl so. Jetzt mal gucken. Ich will jetzt eigentlich hier einmal meine Sektproduktion. Aber die will mir hier nichts geben. Das finde ich gemein von ihr. Weil ich habe tatsächlich keine Insel, wo ich Sekt drauf anbauen könnte. Und wäre dann darauf angewiesen. Aber gut, eine Produktion, die man tatsächlich hier mal komplett neu anlegen kann, ist meine Gulasch- und Konservenproduktion. Weil ich die hier die kann mich aktuell nicht mehr in dem Umfang versorgen, wie ich das eigentlich brauche. Man sieht hier, dass meine Konserven stetig zur Neige gehen. Und entsprechend könnte man die mal neu anlegen. Jetzt sieht man hier übrigens, die hat jetzt hier ein Silo und produziert mit doppelter Produktion. Solange sie Getreide hat. Das heißt, man kann hier tatsächlich wirklich viel Platz sparen, indem man quasi jetzt zwei Schweinezuchten hat. Nur für den Preis von diesem Platz mehr. Und... Es fragt jemand, Maurice, hättest du Lust, ein Civ 6 Einsteiger-Video zu machen? Ich habe einen Einsteiger-Artikel mal gemacht. Der ist aber leider tatsächlich zum Release von Civ 6. Ich weiß nicht, wie aktuell der noch ist. Das könnt ihr auf GameStar.de finden. Ansonsten hat der Writing Bull, der ja ein sehr bekannter und aktiver Rundenstratege ist, der hat ein solches Video gemacht. Ein Civ 6 Crashkurs. Den könnt ihr hier mit Strom die Produktion nochmal verdoppeln. Nein, nicht beim Silo. Das sind ja explizit diese... Gebäude, die eher primitiv sind, die bislang nicht mit Elektrizität verbessert werden konnten, die kriegen jetzt eben genau solche Funktionen. Das ist genau der Sinn des DLCs, dass die das jetzt auch haben. Aber die Silos brauchen keinen Strom. Die brauchen nur Getreide. Während natürlich... Also die Traktoren, das wird hier anders genannt. Es ist halt Treibstoff statt Strom. Aber es ist ja quasi die gleiche Ressource, weil du beides mit Öl erzeugst. Über ein Gebäude, das per Schienen Öl bekommt. Ist also quasi das Gleiche. So.
Genau, und hier haben wir jetzt hier diesen, das sagt sie mir jetzt noch, ja, mit der Handelskammer kann ich die Produktion weiter steigern, natürlich. Aber eben nicht mit der Klasse, mit der Elektrizität. Das ist was anderes. So. Lass uns erstmal noch hier auf der Insel, die ich schon habe, einfach mal einen Traktor bauen, damit wir das sehen. So, und zwar am besten bauen wir den Treibstoffhof vielleicht hier hin. Weil dann kann er eigentlich alle Farmen hier abdecken. So. Wenn wir dann noch Schienen... hier so an der Küste entlang bauen zu unserem Ölhafen, der ja hier stattfindet. Man sieht immer die klassischen Anno 1800 Züge, die im Rechteck fahren können. Ich lege das jetzt hier relativ ökonomisch hier so an den Rand. Das ist, sieht albern aus, aber wir werden gleich den Platz hier noch brauchen. Gut, gehen hier leider ein bisschen durch den Wald von dem armen Holzfäller durch, aber da muss er durch. So, und dann haben wir hier eine Zugstrecke, die bescheuert aussieht. Ist da eine Lücke in der Schiene? Doch, ja, tatsächlich. So. Und jetzt kann der Tankhof mit Öl versorgt werden. Interessanterweise wird das jetzt wahrscheinlich bedeuten, dass wir nicht mehr ganz genügend Öl für alles haben, was wir brauchen auf dieser Insel. Was ihr hier auch schon seht, es gibt ein neues Ölhafen-Upgrade, der einen weiteren Zug bereitstellt, weil man jetzt eben noch mehr Öl braucht. Durch diese neue Mechanik. Das heißt, das können wir mal direkt machen. So, jetzt haben wir den höchststufigen Ölhafen im neuen DLC. Und jetzt kann das hier unsere Farmen hier, und ich benutze jetzt mal eine, die hier so ein bisschen am Rand steht, diesen Kartoffelhof. Die Waffenruhe wurde beendet. So, das war Schnaps. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob der Traktor auch eine Straße braucht. Das sehen wir jetzt gleich. Ah, jetzt habe ich hier nicht mehr genügend Stahlträger. Aber Stahlträger müsste ich doch eigentlich hier fleißig produzieren. Dachte ich. Ja, das Stahlwerk. Ah, ich habe es mal. Ich habe das mal runtergesetzt, weil ich nicht mehr so viel brauchte. Jetzt brauchen wir bitte wieder mehr. Also gebt uns die Stahlträger, die wir brauchen. So, derweil gucke ich gerne noch mal ein bisschen in die Fragen. Es wird über die Kampagne diskutiert. Ja, die Kampagne von Anno 1800 war wirklich nicht geil. Muss man leider sagen. Die hat viel zu früh aufgehört. Die endet eigentlich gerade
dann, wenn das Spiel spannend wird, ich sehe tatsächlich gerade, dass, wenn ich das richtig sehe, dass tatsächlich die, dass hier noch eine Straße braucht, oder? Weil es ja genau mit der hier verbunden sein muss. Ja, interessant. Dann muss man da tatsächlich noch tiefergreifend umplanen. Weil auch der Traktorhof selber eine Straßenanbindung braucht. Das heißt, das ist eh schon mal Quatsch. Heißt, wir müssen hier tatsächlich schon wieder etwas tiefergehend Sachen abreißen. Also da sieht man eben genau, das wirft viele von deinen bisherigen Planungen nochmal um. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff wird angegriffen, wer wagt es? Ach, das sind die dreckigen Piraten wieder. Versuchen wir mal schnell hier. Lass uns doch einfach Freunde sein. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Berufsrisiko. Ich will jetzt hier nicht ständig. Mit dir vielleicht auch. Sei froh, wir lassen nur sehen. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Sehen Sie sich nur. Piraten sind einfach nur nervig in Anno und ich will jetzt nicht ständig, dass sie mich hier im Stream stören. Komm, lass uns einfach hier ganz in Ruhe. Hast du inzwischen vielleicht mal Reben für mich? Öffnet seine Pforte nicht für jeden. Die will mir einfach keine Reben geben. Egal, wo waren wir? Hier waren wir. Wie viele Traktorhöfe benötigt man pro Farm? Einen. Und jetzt bauen wir es endlich mal. So, jetzt haben wir hier die Farm. Und jetzt den Traktorhof. Ihr seht eben schon auch hier, die nimmt jetzt mehr Platz ein an der Straße. Aber was sie jetzt auch kann... So, jetzt hat sie hier... Der schickt jetzt tatsächlich eben einen Wagen los, der diesen Treibstoff hier vorbeibringt. Das funktioniert also auch nicht wie, wie ein Ölkraftwerk, das halt die Elektrizität... Also die Zeitung lektorieren. Sie haben uns etwas voraus. Tödliche Völkerwanderung. Ey, nee, 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 nee. Das, kauft doch lieber was. Und dann kauft ihr noch mehr. Habe ich es noch nie benutzt. Natürlich so. Wissen Sie, was das Beste ist. Sie haben genau, jetzt hat der hier Treibstoff. Und jetzt kann diese Farm dann ein größeres Feld bestellen. Die hier hat 72 Felder und die hier kann jetzt 108 haben, weil der Traktor erlaubt, dass man eine größere Fläche abdeckt, bäuerlich gesehen. So, ihr seht schon. Du trägst deinen Kopf über den Wolken. Dass diese Farm jetzt deutlich mehr Fläche abdeckt als die andere. Und jetzt ist das sogar animiert, dass der Traktor hier drüber fährt. Was ich immer schön finde. Es sind auch mehrere Traktoren hier. Das finde ich immer in Aufbauspielen sehr, sehr schön. Wenn solche Sachen tatsächlich, und da ist ja Anno auch immer großartig drin, wenn das tatsächlich gezeigt wird optisch, dass du was verändert hast. Es wird gefragt, ob ich schon was zur Old World gemacht habe. Ich nicht. Wir haben aber ein YouTube-Video dazu auf unserem Kanal von Steinwallen, der ja ein ausgewiesener Experte für historische Strategiespiele ist. Das heißt, schaut euch das gerne mal an. Und Old World ist wirklich ein interessantes Spiel. Und ihr seht jetzt eben, der Traktor
erhöht auch noch die Produktion. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das Feld größer wird, sondern auch noch wird pro Platz mehr produziert. Das heißt, man hat hier wirklich deutlich mehr auf weniger Platz. Und genau, und der Tankhof produziert eben, der hat jetzt schon vollen Treibstoff. Das heißt, der kann hier relativ gut... ein Traktorhof kann nur eine Farm bewirtschaften. Das heißt, man hat nur einen. Aber ich meine, wie ihr seht, ist eine Farm jetzt auch drei Farmen wert dadurch. Wo liegt der Vorteil von dem Traktor? Da kann ich auch zwei Farmen bauen und spare mir das Öl. Der Traktor erhöht halt auch die Produktion pro Platz, den du hast. Also diese Farm ist platzeffizienter als ohne Öl. Denn, ich meine, in dem Fall ist jetzt, wie gesagt, das ist noch kein super Late-Game-Safe-Game. Hier könnte ich auch einfach sagen, ich mache halt hier noch mehr Farmen hin. Ist völlig richtig. Aber, je knapper der Platz wird, desto mehr ist ja auch die Frage, wie nutze ich den? Und je weiter man dann da kommt, desto relevanter wird es. Und die Arbeitskraft ist ebenfalls, steigt nicht. Das heißt, ihr seht, der hier hat 10 Arbeitskraft. Die wird sogar gesenkt. So rum war's. Ihr braucht auch weniger Arbeitskraft. Das heißt, ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt 10 Bauern Arbeitskraft weniger so mega relevant ist. Aber es summiert sich ja schon. Ihr seht ja, allein schon hier habe ich ja, wenn die alle mit Traktoren versorgt werden, wären das so 50, 60 Arbeitskraft weniger, die ich benutzen würde. Und schauen wir nochmal hier das Silo an. Ich glaube, da wird nämlich auch die Arbeitskraft reduziert, die man braucht. Kann das sein? Minus 30? Ne, okay, beim Silo nicht. Beim Traktor schon. Es wird sich nochmal gewünscht, dass wir uns die Traktoren nochmal näher anschauen. Das können wir gerne machen. Hier ist ein anderer. Es ist schon sehr, sehr schön. Hat einfach nochmal was Nettes, Beschauliches. Genau, das ist natürlich jetzt, war jetzt erstmal hier zu Demonstrationszwecken. In dem Modus sieht es aus wie Crucible, sagt jemand. Ich weiß ja nicht. So, jetzt wird gerade gefragt, ob es das auch in der neuen Welt gibt. Also gehen wir doch einfach mal in die neue Welt. Huch. Falsch. In der neuen Welt gibt es nämlich auch Produktionsketten, die ich... Da gibt es sogar Produktionsketten, die ich echt gerne ausbauen würde, nämlich meine Baumwollproduktion vor allem. Huch, nein. Ich hatte noch das angewählt. Was mache ich denn? Aber ihr seht, geht auch hier. Da muss man natürlich jetzt... Erstmal mal diese Baumwollfarm wieder neu bauen. Da muss man natürlich noch mal ein bisschen mehr Anstrengung unternehmen. Weil, muss man jetzt erstmal zum Beispiel die Dampfmaschinen, die kannst du ja nur in der alten Welt produzieren, rüberschiffen. Dann geht das auch. Was wollte ich jetzt hier machen? Hier. Die hier erstmal neu bauen, aber wir werden es vielleicht hier gleich nochmal alles eh ein bisschen neu strukturieren. Und Silos? Gute Frage. Was würde denn alles Silos... Hätte ich das selbst erledigt. Was will ich denn damit?
Dir ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Habe ich hier irgendwas, was Silos gebrauchen können? Ja, zum Beispiel hier die Alpaka-Farmen. Irgendwie ist jetzt hier meine Maus weird. So, jetzt. Genau, und die kann tatsächlich auch ein Silo bekommen. Auch hier würde das jetzt bedeuten, dass ich umplanen muss. Und in der neuen Welt wird ein Silo Mais verbrauchen. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Was? Wir haben einen Aufstand. Auch noch da, wo keine Polizei ist. Das, ihr dreckigen Opportunisten. Da muss eindeutig ein Polizeirevier her. Das ist ja schäbig. Ich klatsch euch direkt eins vor die Nase. So. Nur wegen ein bisschen Propaganda in der Zeitung, ja. Muss man mal anschauen. Ich habe jetzt gerade die Landwirtschaft vorangebracht. Und jetzt das. Wir sind stinks. Genau, also jetzt haben wir im Groben mal dargelegt, wie die Landwirtschaft funktioniert. Jetzt können wir sie ja mal ein bisschen im Großen ausnutzen, würde ich sagen. Und dafür müssen wir natürlich jetzt einige Dinge... genau, also um nochmal für die Erinnerung, es gibt zwei Twitch-Drops. Einer nach einer Stunde, wenn ihr eine Stunde lang zuschaut. Die gibt es aber nur auf Twitch, leider nicht auf YouTube. Und einen nach drei Stunden, und das sind Ornamente im Spiel. Ein Banner und eine Werbetafel zum neuen DLC. Und dafür müsst ihr euren Ubisoft-Account verknüpfen. Vielleicht kann einer von den Mods den Link nochmal posten in der im Twitch-Chat. Wie wär's mal mit einem Total War 3 Kingdoms Livestream? Da bin ich prinzipiell immer offen für. Es ist leider ein bisschen so, dass Three Kingdoms nicht so viele Leute interessiert, Total War 3 Kingdoms. Haben wir immer wieder festgestellt, als wir Artikel dazu gemacht haben, dass das Spiel nicht so viele Fans bei uns in unserer Zielgruppe hat. Weil ich es sehr mag eigentlich. Aber was ist das Bauobjekt zwischen Kanonen und Bier? Da ist was Neues. Das sind industrielle Ornamente. Die sind tatsächlich auch neu. Mit dem DLC. Und da kann man zum Beispiel Backsteinmauer. Ich habe jetzt, glaube ich, hier nicht wirklich was, wo man die schön hinbauen kann. Ich bin nicht so der Schönbauer tatsächlich. Aber zum Beispiel hat man hier so Sachen wie einen Wasserturm, einen Schuppen. Was haben Sie getan? Also man kann da so ein wenig ein Industriegebiet... Ich meine, man verschönert es ja nicht wirklich. Ist eigentlich ein bisschen gewagt, das hier als Ornament zu zeigen. Weil das verschönert ja die Landschaft nicht wirklich, wenn du da Tanks und sowas reinsetzt. Aber ist so ganz nett. Ich meine, man kann ja vielleicht ein bisschen mal den Industriehafen hier so ein wenig industrieller wirken lassen. Hier werden ja Sachen abgeliefert. Da hat man hier lauter so Zeug, wo man eine industrielle Gegend bauen kann, wenn man möchte. Sogar ein Dreckhaufen. Also ich meine, das zählt jetzt wirklich als Ornament. Ein Dreckhaufen. Eine
kleine Fußgängerbrücke und so. Also es ist gut, das ist wiederum ganz nett tatsächlich. Da kann sogar eine Straße durchgehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, man kann hier so. Das ist ja ganz cool eigentlich. Aber lass uns erstmal hier noch ein bisschen den Industriehafen noch weiter gammelig machen. Ja, ein paar Fässer hin. Dann machen wir diese Brücke vielleicht hier so hin. Wann kommt der DLC raus? Am 2. Juni. Also recht bald. Wir werden dann natürlich auch nochmal eine Rezension dazu haben auf GameStar.de. Das ist jetzt hier, ich spiele dir ja gerade live mit euch an. Deswegen. Ja, ich meine, also wenn ich das richtig sehe, geben diese Dreckhaufen und so tatsächlich Attraktivität. Weil es Ornamente sind. Ich meine, ganz cool ist, dass sie wirklich animiert sind. Also die Leute setzen sich hier drauf, schaufeln ein bisschen den Dreck. Und ja, man hat dann eben hier noch so diese Ornamente hier. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Ort, wo gut diese Mauern hinpassen. Da gucken wir später nochmal. Also erstmal hier diesen Hafen vervollständigen für so einen richtig gammligen Industriehafen. Nicht. Das kann hier noch hin. Ein paar Metallrohre. So. Drake2502 und Kalundir. Vielen Dank für eure Abos. Hier vielleicht noch so ein Schuppen ans Lagerhaus. So, ja, ich meine, das hat schon was, um so ein bisschen Stimmung reinzubringen. Ist das schon cool. Soweit dazu. Wenn ich Maurice sehe, muss ich immer an die typischen WoW-Zocker denken. Weiß nicht warum, sagt Gabriel Handwerker. Da muss ich dich aber leider enttäuschen. Ich habe nie groß WoW gespielt und mag Online-Rollenspiele allgemein nicht so. Wenn man mehrere Dreckhaufen nebeneinander baut, werden sie dann zu einem großen Dreckhaufen. Das können wir gemeinsam herausfinden. Wo warst du nochmal? Hier. Ich glaube aber nicht. Nee. Ihr seht, die werden nur aneinander gereiht. Und das sieht mir jetzt zu scheiße aus. So viele Dreckhaufen will ich auch nicht. Selbst in meinem Industrieviertel nicht. Ich bin ein ordentlicher Städtefürst. So, ich meine, man kann halt so ein bisschen diese Betonmauern benutzen, um so kleinere Industriegebiete von der Stadt vielleicht abzugrenzen. Ziegelmauern meine ich natürlich. Hier so.
Na, das ist das Richtige. Das brauche ich. Das ist schon ganz cool, finde ich, diese Ornamente. So. Gut, hier bin ich jetzt so ein bisschen am Rand des Ganzen schon angekommen. Ist eigentlich nicht perfekt. Ich kann Dummköpfe einfach nicht ausstehen. Kein Bock auf Krieg, kriegst du halt dein Geld. Die Anno History Collection. Was halte ich von der Anno History Collection? Mal kurz, erstmal, es wird gerade noch gewünscht, dass ich nach. Es gibt auch noch landwirtschaftliche Ornamente. Wie Wäscheleinen zum Beispiel. Können wir gleich auch noch bauen. Warum bin ich so arm, fragt jemand. Weil ich hier tatsächlich bewusst ein Safe Game geladen habe, das noch nicht so weit ist. Ey, dieser Aufstand hier, das wird ja allmählich schlimm. Polizei! Tut was! Ich dachte, wir hätten das hier schon längst jetzt in den Griff gekriegt. Was soll denn das? Habe ich hier zu wenig Polizeiwachen allgemein? Es scheint fast so, oder? Ah, da muss mehr her. Was soll denn das hier? Ja, jetzt fehlt uns der Backstein. So, genau. Jetzt gucken wir mal. Genau, also. Ach, das. Ich habe allgemein noch gar keinen Backstein. Ah, ja, okay. Dann müssen wir mal hier diese Insel mit neuem Baumaterial versorgen. Kann es sein, dass. Ornamente kosten. Habe ich das gerade alles in die Ornamente gesteckt? Oder wie ist das? Kosten die oder kosten die nur Geld? Wo waren sie denn? Ja, die kosten nur Geld. So. Ich wollte über die History Collection reden, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie brauche, ehrlich gesagt. Weil. Anno 1404 ist, finde ich, der einzige Klassiker, den man bei Anno heute noch braucht. Und das ist immer und war davor auch noch super spielbar. Also ich brauche nicht unbedingt die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Die 12, also die alten Annos, die 2D-Annos in 4K, wenn ich doch Anno 1404, was ein sehr klassisches, schönes Mittelalter-Anno war, eh schon in 3D und alles hatte. Aber gleichermaßen, ich meine, für alle, die das wollen, ich meine wiederum, man könnte das Gleiche auch über. Ne, wobei kann man nicht. Also die Siedler History Collection, über die habe ich mich deutlich mehr gefreut, weil es, finde ich, kein 3D-Ding gab, das. Gut, es gab das Siedler 2 Remake in 3D tatsächlich, doch. Aber trotzdem. Da fand ich es deutlich cooler, die ganzen Oldschool-Siedlers, auch Siedler 3, nochmal in neuerer Auflösung und sowas zu kriegen. Bei Anno brauche ich das weniger, weil 1404 für mich eigentlich alles abdeckt, was ich will. So, was wollte ich? Ich wollte ein paar Dinge machen. Ich wollte zum einen hier Baumaterial rüberkarren. Damit wir
der Lage Herr werden. Weil hier gerade die halbe Stadt uns... Na, es ist schon wieder einigermaßen bezwungen. Ja, aber ich gebe es mal zurück. Was haltet ihr denn von der Anno History Collection? Freut ihr euch da drauf? Holt ihr euch die? Und wenn ja, auf welche Annos? Also welche werdet ihr direkt wieder spielen? Flo Flo hat auch ein Abo abgeschlossen. Vielen Dank. So, vorher habe ich so viel unterbrochen, dass ich keinen Satz zu Ende geführt habe. Warum ist das kein Late-Game, Super-Late-Game, Safe-Game? Weil ich tatsächlich bewusst, dass den neuen DLC, wir werden jetzt auch gleich mal ein bisschen anfangen, größere Produktionsketten hier zu bauen mit dem DLC, weil ich den ungefähr da hier anspielen wollte, wo er auch, tatsächlich einsetzt im Spiel. Und das ist eben nicht erst im Super-Late-Game wie der Palast, sondern schon für solche Siedlungen. Hier kannst du ja schon Silos bauen und alles. So, aber jetzt hier Schritt für Schritt. Wir wollten ja erstmal ein wenig in die neue Welt bauen gehen. Vorher noch. Wo sind hier? Ich hatte da hier schon mal ein Schiff mit Baumaterial hingeschickt. Das da. Genau, hier haben wir nämlich eine Insel mit viel Öl. Das heißt, erstmal können wir... Was mag ich lieber, Civ oder Anno? Tatsächlich Anno. Auch wenn ich beide sehr schätze, macht mir irgendwie das Aufbauen einer Anno-Siedlung sogar noch mehr Spaß. Lord Black, 1989, vielen Dank. Aber Epic Nobody gibt die in meinen Augen noch korrektere Antwort. Total War mag ich auch noch mehr als Anno. Da kennt mich jemand gut. So, diese Insel hat interessanterweise keinen Mais. Das heißt, wenn wir Silos da machen wollen, müssen wir noch eine Handelsroute einrichten. Übrigens aber nicht falsch verstehen, was ich vorher gesagt habe. Ich sag auch nichts gegen die Anno History Collection. Also jeder, der das möchte, der da Bock drauf hat, und wenn ein altes Anno dein Lieblings-Anno ist, ist das eine coole Sache. Ich persönlich nur finde halt, dass Anno 1404 ist das Beste von den klassischen Annos. Und das musste man gar nicht groß neu, also da muss man nicht mehr viel ändern. Das ist ja immer noch schön, funktioniert immer noch gut. Da passt alles. So, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen Öl fördern, damit wir in der alten Welt dann mehr Elektrizität und mehr Traktoren bauen können. Ja, wir brauchen auch noch wieder hier Backsteine. Überall brauchen wir Backsteine, ist ja schlimm. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Dann holen wir uns die hier mal noch. Mach mal Hintergrundmusik an. Eigentlich... Moment. Yeah, Entschuldigung. Eigentlich ist die an. Vielleicht habe ich sie nur sehr leise gestellt. Ihr müsst mir dann sagen, wenn das Spiel jetzt zu laut wird. Ne, ist immer noch sehr leise.
Ja, ich habe eine Version vom Hersteller. Das heißt, also das ist noch nicht draußen, dieser DLC. Der kommt am 2. Juni, wir können hier aber schon vorab spielen. Traktoren gibt es auch in der neuen Welt. Können wir auch gleich mal ein bisschen bauen. Ihr seht hier zum Beispiel diese Kautschukplantage könnte auch Traktoren haben. Dann muss man eben nur Dampfmaschinen rüberkarren. Die kann man ja nicht in der neuen Welt bauen. Bereit für den Einsatz. Ein bisschen schneller. So, und derweil können wir auch mal ein bisschen. Haben wir Mais? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ich glaube, das ist die Mais. Es ist schwer, sich von Vorurteilen zu lösen. Also hier seht ihr zum Beispiel, dass diese Insel schon teilweise recht gut ihren Platz ausnutzt. Und dass hier so ein Traktor praktisch wäre. Sind beendet. Weil das hier ist hier. Gut, es ist noch ein bisschen Platz, aber die gar nicht mehr so viel. Ihrer Stadt hat sich verringert. Ei. Kann das so gedruckt werden? So, lass mal hier hoch. Ich kann nicht glauben, wie... dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Das ist ein ganz frischer Blick. Können wir jetzt erstmal hier Baumaterial. Hören Sie jetzt nicht auf. Seien Sie gnadenlos, wenn Sie müssen. Sie können mich nicht besänftigen. Leisten Sie sich besser keine Sturheit. Reizend. Sie haben an Einfluss gewonnen. So, jetzt sollten wir manchmal tatsächlich was machen hier. Genau, jetzt werden wir hier mal Schritt für Schritt eine größere Produktion mit diesen neuen Mechaniken aufbauen. Von Grund auf. Das heißt, erstmal kommt hier jetzt bitte das Baumaterial an. Wir müssen flinks. Ein neuer Auftrag? So, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen neues Öl in der neuen Welt fördern. Denn das werden wir ja noch gut gebrauchen können. Und zwar kriegen wir das hier so hin, dass wir die alle abdecken. Ja, gerade so. Ganz hier hinten noch. Okay, die lassen sich nicht gut unter einen Hut bringen hier alle. Weil sie sehr weit auseinander sind. Dann machen wir erstmal das da. Unser Vertrag war nicht bindend. Toll, gerade habe ich ihr noch 45.000 gezahlt für die Handelsrechte und jetzt kommt sie mir damit an. Es wird sich noch gewünscht, eine asiatische Anno-Map zu haben. Das fände ich ziemlich cool, muss ich sagen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, jetzt können wir hier direkt das Öl hierher bringen lassen. Ich hüte besser meine Zunge. Und produzieren hier sehr viel Öl. Sehr gut. Das hier auch noch darüber.
Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Na gut, die Schiene hier ist halt irgendwie Quatsch. Die jetzt hier darüber zu legen, wenn wir einfach hier einen Ölhafen anlegen könnten. Ah, ist nur einer pro Insel. Ah, ich vergaß. Das macht es natürlich ein bisschen blöder. Vielleicht ist der dann hier sogar sinnvoller. Weil hier ist ja auch noch Öl. Dann kann das alles darüber idealerweise. Das muss, glaube ich, sogar so sein. Dann verlegen wir den mal. Auch wenn das doof ist. Die Ernte wird eingefahren. Jetzt hat sie mir den Krieg erklärt. Ach Gott. Ich will doch nur in Ruhe hier für den Stream bauen. Lass mich in Ruhe. Unmöglich, ein Waffenstillstand. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Ja, ich hab's mitgekriegt. Genau, jetzt sind alle unsere Handelsrouten hier ständig... Ja, das ist so nervig. Krieg in Anno ist einfach doof. Vor allem einfach so random hier. Ich war nie ein Fan davon. Sind unterwegs. So, wo ist sie denn jetzt hier und macht Stress? Sie hockt halt hier unten rum. Ertragen Sie es nicht, dass in Ihrer Sie zeigen. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir hier ein paar Kampfschiffe noch bauen können. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Ach, hier haben wir hier nicht genügend Geschütze. Dann bauen wir erstmal hier noch welche. Der Aufstand hat Schaden verursacht, das muss man noch reparieren. Hat, ist er jetzt komplett im Eimer dadurch. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, aber jetzt erstmal machen wir hier unsere Ölproduktion fertig. Zum einen die hier. Das ist Baumaterial. Bereit für den Einsatz. So, diesmal stellen wir auch sicher... hier ist es ja noch blöder natürlich, die Eisenbahn überhaupt zu bauen. Weil du sie so durch den Wald bauen musst. Und natürlich hier noch so das. Dafür werden wir dann, gut, das habe ich auch mega clever gemacht, habe ich jetzt gerade noch gar nicht die Stahlbarren, um den hier auch darüber zu führen. Dann fahr mal die zurück. Und hol neue Stahlbarren. Jetzt wird hier aber schon mal ein bisschen Öl gefördert, immerhin. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten.
Zumindest haben wir genug zu essen. Gut, ein paar mehr Bauern brauchen wir auch noch. Und ein paar mehr Handwerker, mehr Arbeiter. Ja, das lässt sich ja alles einrichten. Nichts Gutes zu sagen. Was, die Eisenbahn war vorher wieder nicht ganz angeschlossen? Ach komm, immer noch nicht. Dachte ich hätte es. Was ist denn die Lücke? Na toll. Das ist natürlich mega smart. So, jetzt aber. So. Genau, jetzt werden wir mehr Öl fördern. Und werden jetzt diese ganze Produktion hier mal umstellen auf Elektrizität und Traktoren und Silos. Das heißt, erstmal reißen wir diese Rinderfarmen hier ab. Bauen. Beziehungsweise müssen wir jetzt von Grund auf mal hier das alles besser planen. Wir werden erstmal hier einen Öltanker in Auftrag geben. Der dann dieser Insel Öl bringen wird, von diesem neuen Ding, das wir gerade in der neuen Welt gebaut haben. Dir zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. So, was? Hier. Zweiter Zug muss also von hier aus aufbrechen. Bergeweise an Stahlträgern. Noch hier irgendwo ein Schiff noch. Neue Befehle? Steuermann! Spielst du eigentlich nur offline oder mit Bots, Anno oder auch im Multiplayer? Bislang, also Anno ist für mich kein großes Multiplayer-Spiel, muss ich sagen. Das spiele ich sehr gern entspannt. Deswegen lieber im Singleplayer. Wie ist es bei euch? Ruder übernehmen! Thank you.
Viele Solospieler, wie es aussieht. Jetzt übrigens hier mal die Stahlwerkproduktion noch mehr erhöhen. Offensichtlich brauchen wir gerade wirklich bergeweise Stahlträger. Und ich gebe mal noch ein paar. Na gut, hier sind gerade Kriegsschiffe im Auftrag. Einsatzbereit! So, da braucht natürlich noch ein Kraftwerk. Die Menschen lassen sie hochleben. Neue Befehle? Dabei kannst du auch schon mal zurück für noch mehr Baumaterial. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und das Schiff ist auch angekommen und soll ja auch Stahlträger in eine neue Welt bringen. So, das Kraftwerk können wir hier schön in die Mitte des Ganzen setzen dann. So, wie ich das sehe, es gibt ein paar Koop-Spieler und sonst weitgehend Solo-Spieler. Die wenigsten von euch spielen wohl Anno gegeneinander. Also, dass man sich auch mal Sachen um die Ohren haut. Überrascht mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, Anno ist für mich immer... Also es wundert mich nicht, dass das eher so gespielt wird. Backsteine, aber die holt der andere. Gibt es nicht auf dieser Insel nicht. Wenn aber derweil schon mal Schienen hier weiter verlegen. Irgendwo hier wird dann das Kraftwerk hinkommen, schätze ich mal. Wir helfen, wo wir können. Vom Stapel gelaufen. Vom Stapel gelaufen. Koordinaten gesetzt. Maurice, die du Insel hängst, sagt jemand, ist irgendwas irgendein Leck oder irgendein Bug oder sowas? Sag mir Bescheid. Und versuche ich es in den Griff zu kriegen. Gab vorhin einen kurzen Lag. Übrigens, danke an 501. Legion. Er hat direkt eine Chat-Umfrage gemacht. Die können wir nachher gerne dann noch auswerten. Ihr könnt jetzt mit Ausrufezeichen Solo, Ausrufezeichen Koop, Ausrufezeichen gegeneinander abstimmen, wie ihr Anno am liebsten spielt. Ei. Schiff vom Stapel gelaufen. So, der Öltanker ist auch da. So, jetzt können wir hier sagen, dass er sich von der neuen Welt hier alles Öl holt, das geht. Und es dann in der alten Welt hier ablädt. Auf geht's. Das heißt, was wir jetzt hier bauen, wird dann auch direkt versorgt. Wir haben jetzt hier auch schon wieder Baumaterial, das heißt, wir bauen mal weiter. Und setzen ein Kraftwerk. Ja, ich würde sagen, das kann tatsächlich so direkt hier hin, oder? Oder reicht, hier reicht sogar auch noch. Dann wird alles hier bis zum Rand nämlich versorgt. So. Gut, das heißt, sobald das jetzt hier das Öl kommt, wird das hier schon mal versorgt. Und wir können hier Schritt für Schritt Schiff unter Beschuss.
Schiff wird unter Beschuss. Oh, die Insel ist genau im Weg meines Öltankers. Zu einem Imperium. Das ist natürlich Ihre letzte etwas Stunde ungünstig. Hat geschlagen und sie stromern hier herum. Vielleicht müssen wir die mit Gewalt zur Raison bringen hier. Volle Segel! Ja, lasst uns doch mal. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Laufen, Koordinaten an. Schiff unter Beschuss. Weil die hat ja auch kaum Flotte hier. Und bekriegt sich mit dem anderen auch noch. Diese Insel hier steht tatsächlich mir sehr blöd. Flotte segelt in Formation. Wo waren wir? Hier wollten wir, genau. Das heißt, wir haben hier die Eisenmine, die es dann gleich mehr bringen wird. Bin ich etwa zu eifrig? Und wir haben hier die Konservenfabriken, die auch bald mehr bringen werden. Der letzte. So. Und wir haben hier diese Großküchen. Mal kurz gucken, ob das jetzt gleich alles stimmt. Das geht gleich alles auf 200 hoch. Wir haben 3 Konservenfabriken. Wie viele? Großküchen brauchen wir dafür. Wir wären dann soweit. Ach, schon wieder. Krieg erklärt. Nein, nein, das ist, ihr müsst Geld ausgeben. Manchmal vergessen die Leute, wie gut es ihnen geht. Nochmal ein fetter Abo-Sturm. Cool Zero hat bergeweise Abos verschenkt. Das ist sehr liebenswürdig. Unsinn. Ja, dass dir das nicht gefällt, ist mir egal, weil du bist mit mir im Krieg. So, genau. Hier, Konservenfabriken haben wir 3 Stück. Und ist immer ein bisschen weird, diese Rechnung hier. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Können wir mal noch eine vierte einfach bauen. Schiff vom Stapel gelaufen. Passt dich noch hin? Hoffen wir, dass es heute nicht brützelt. Schön, wenn das so asymmetrisch ist, aber geht es nicht anders. Oh, die braucht doch hier gar keine Straße mehr, weil die ist ja schon. Na gut, der ist jetzt sogar. Brauchen dringend ein Lager. Das lassen wir das mal. Machen wir das mal weg hier. So. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Fabriken. Ja, kein Fleisch, keine Produktion. Ja, die Farmen kommen gleich noch. Die werden ja jetzt, die werden ja jetzt gleich neu gebaut. Mit Traktoren und Dingern. Das ist ja das Projekt hier für heute. Die Waffenruhe wurde beendet. So, wo waren wir? Genau, das heißt, für 4 davon reichen, glaube ich, 3 Großküchen. Das ist genau, was wir sogar haben. Ja, genau, das ist jetzt korrekt. Die sind im korrekten Verhältnis zueinander. Und für die Großküchen brauchen wir Rinderfarmen. Die werden verdoppelt. Auch also weniger als vorher.
tatsächlich nur zwei. Ne, eineinhalb bräuchten wir sogar nur für drei Großküchen, weil mit dem Silo das ja verdoppelt Schiff wird. Unter Beschuss. Wieder angegriffen. Komm nur her. Du kriegst jetzt auf die Nase. Selbst ausgesucht. Wie sich das fühlt. Lass meine Schiffe etwas schwer den Bach runtergehen. Ein Schiff wurde zerstört. Wir können ja neue bauen. Davon habe ich genug Materialien. Bergeweise. Der Widerstand ihres Feindes beutelt. So. Zu laut. Das mache ich mal dann leiser. So, ist jetzt besser? Wie lange spiele ich heute? Bis 19 Uhr. Wir haben also noch ein wenig Zeit. So, also hier hat sie jetzt, glaube ich, auch nichts mehr an Verteidigung. Das heißt, während das hier sich weiter wegballert, gehen wir mal zu unserer Produktion zurück. Genau, also wir haben jetzt hier... Hier ist immer noch keine Elektrizität. Wir haben jetzt hier eben diese Großküchen, drei Stück, die normalerweise, wenn sie doppelt produzieren... Jetzt wollen wir ein bisschen hier Platz. Aber es ist hier, hier melde ich mal... Hast du was Neues gebaut?
ich auch mal zurück. Ein Schiff wurde zerstört. Wer schießt da noch? Dachte, ich hätte die Geschütze alle. Die Insel eines Konkurrenten hat einen Angriff standgehalten. Alle weggeballert. Das jetzt. Ist unmöglich. So. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie wieder mein ist. Ja, das hast du dir jetzt wirklich selber ausgesucht. Strategische Landnahme. Zentralisierte Verwaltung. Genau, was ich sagen wollte. Hier. Wir haben jetzt eben diese drei Großküchen, die, sobald der Strom da ist, auf 200% hochgepowert würden. Das heißt, wir bräuchten dafür eigentlich früher dann 6 Rinderfarmen. Aber jetzt reichen auch wieder 3, weil wir jetzt die Rinderfarmen mit hochpowern können. Das ist so ein bisschen der Clou an dieser neuen Mechanik. Ich mache hier auch mal noch ein Lagerhaus mit dazu, glaube ich, weil diese Produktion recht viel in Anspruch nehmen wird, was das angeht. Und dann ist eben bei den Großküchen auch noch Paprika benötigt, die wir jetzt auch gleich deutlich weniger dann machen müssen, weil wir hier eben viel weniger brauchen. Da werde ich die Traktoren vielleicht so setzen, dass die hier alle auch mit betroffen werden können. Dann können wir da auch einiges an Zeit sparen. Ich merke gerade, das Kraftwerk hier, habe ich das blöd platziert? Hätte ich vielleicht noch sogar noch so weit setzen sollen, dass es, aber das reicht nicht. Dann betrifft es die Mine nicht mehr und das soll es eigentlich schon noch tun. Wie weit kann ich es denn setzen? Hier rüber noch. Dass es diese ganzen Brauereien noch mit erwischt. Das wäre doch ziemlich smart eigentlich. Hier nicht mehr, aber hier geht es eigentlich sogar noch. Ja, machen wir das doch so. Braucht das Spiel viel Leistung, fragt jemand. Oh ja. Anno ist, Stimmt, ich kann diese Straßen hier auch noch upgraden. Kommen wir dann durch? Ja, dann gehen, kommen wir noch fast bis zum Ende. Aber es wird ja eh hier noch alles nochmal neu geplant. Genau, jetzt können wir, sage ich mal. Ich habe tatsächlich extra neulich noch einen Teststream zu Anno 1800 gemacht, weil ich habe zwar einen neuen Rechner und dachte, das wird locker problemlos gehen, aber Julius hat mich vorgewarnt, Anno ist eins der härtesten Spiele, das du streamen kannst, was die Hardware-Anforderungen angeht. Deswegen so, wir haben einen zweiten Öltanker, der kann jetzt auch mal gleich noch diese Route da mitnehmen. Dass wir da. Na? Geht nur eins pro. Ich weiß, ob das. Nee. Bereit zum Auslaufen. Das ist mit dem anderen Schiff. Machen die das jetzt beide? Das war jetzt irgendwie komisch gerade. Anderen jetzt. So, ja, ich schicke den auch nochmal rüber. Der werden gleich wieder mehr Baumaterial brauchen. Genau. So, jetzt haben wir erstmal das. Jetzt brauchen wir. Besagte.
Na, wo war's? Hier war's. Besagte Rinderfarmen. Die jetzt eben mit Silo gebaut werden. So. Gar keine zweite hin. Die nehmen mit Silo tatsächlich recht viel Platz ein. Aber hier gehen zwei hin. Hoffe ich. Schauen wir mal. Nee, tatsächlich nicht. Okay, nehmen auch deutlich mehr Platz ein, weil halt das Silo, ich meine, ist gar nicht so viel, aber es macht dann die Bastelei etwas schwieriger. Ja, die gehen da gar nicht hin. Interessant. Dann bauen wir die mal einfach so hier stattdessen in die Landwirtschaft, in die Wildnis. Haben wir hier noch ein Lagerhaus? So. Eine Epidemie breitet sich aus. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Feierlichkeiten sind beendet. Dann geht's hier noch weiter mit einem. Ach, jetzt fehlt das hier schon wieder der Lehm. Ich finde ich ja mit einer der nervigsten Aspekte von Anno 1800 sind Inseln, die keinen Lehm haben. Wo man dann hier so. Komm. Lehm und Stahl brauchen wir. Genau, die hier dürften sich jetzt dann. Weizen hier holen aus dem Lagerhaus und dann diese Dinger nach oben schrauben. Schiff vom Stapel gelaufen. Stapel gelaufen. Ich habe im Ziv-Stream erwähnt, dass ich einen neuen Rechner habe und soll ein paar Worte drüber verlieren. Ja, tatsächlich habe ich mir witzigerweise den Rechner. Ach Gott. Was soll denn das jetzt hier? So, war jetzt eigentlich der Öltanker schon mal da? Ich hoffe doch.
habe ich mir einen neuen Rechner unter anderem für Anno gekauft. Weil ich gemerkt habe, das läuft nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Nein, doch. Und jetzt muss mal ein neuer her. Und ich glaube aber, er ist nicht sonderlich spannend. Ich habe mir so ziemlich, glaube ich, einen Standard-Gaming-Rechner aktuell gehauft. Ich habe einen Ryzen 37X mir geholt, weil das, glaube ich, aktuell der beste Prozessor ist, den man sich holen kann. Der ist gerade in dem Feld nicht überteuert. Und ach, jetzt kommt der Öltanker zurück und wird hier wieder beschossen. Das ist echt unsäglich. Egal, wir werden bald hier auch diese Insel einnehmen. Wir kümmern uns hier um alles. So, und eine GeForce 2.7 Super. 2.70 Super. Also gerade, gerade so in dem Bereich, dass er nicht zu teuer ist, aber eigentlich genug Power für alles hat, was man so braucht. Das ist in der Regel auch, wie ich PCs kaufe. Also ich kaufe mir nie so diese 3000 Euro Super-Dinger, weil ich finde, in der Regel sind sie unnötig. Da fährt es hinab. Hast du ein Schiff? Hat sie jetzt ernsthaft den Öltanker versenkt? Ein Schiff wurde zerstört. Ach Gott, ey. Aus der Nähe betrachtet, machen sie uns mein Schiff. Gott, ist das nervig. Ach Gott, Krieg in diesem Spiel. Ja, also der kam ja auch völlig aus dem Nichts. Einfach nur, weil sie gerade Bock drauf hatte. Und verlangsamt uns hier gerade alles. Bauen wir nochmal eine Flotte auf und machen sie platt. Ja, ich dachte, hier sind wir gut vorbeigekommen, aber dann war ja diese andere Insel hier auch noch am Start. Und haben gerade genug Kanonen, um den Tanker wegzuhauen. Das heißt, es wird hier noch eine Weile dauern, bis unsere neue Produktionskette anläuft. Schön, danke. So, jetzt eigentlich, genau, hier haben wir zumindest das Silo funktioniert schon mal. Immerhin etwas. Das Lagerhaus sollten wir mal aufrüsten. Chachupa, abonniert mit Twitch Prime, vielen Dank. Was habt ihr denn alle so für Hardware bei euch verbaut? Erzählt doch mal ein wenig. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sei. Oh, wie kommt's denn, dass gerade die... Null und nichtig. Die Einnahmen so im Keller sind. Ach, die Pelzmäntel sind... mal wieder aufgebraucht. Immer sobald die Pelzmäntel aufgebraucht sind, geht auch das Geld hier in den Keller. Aber es müsste doch eigentlich aus der neuen Welt bald wieder was kommen mit mehr Baumwolle. Oder wird das jetzt hier auch immer versenkt? Ne, die fahren so rum. Was schlauer ist. Der Öltanker hat halt eine echt blöde Route genommen. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Auch hier mal ein bisschen schneller, weil ich will jetzt meine Schiffe haben und Lady Margaret Hunt versenken, damit wir in Ruhe Öl fördern können. Ach ja, und hier... fordert seinen Tribut. Du musst auch noch Material in die neue Welt bringen. Ein Gebäude wird angegriffen. Wer belagert mich denn? Ach, hier greift sie mich jetzt an, oder was? Mit einem Kanonenboot. Ja, gut. Darkfall hat ein Abo abgeschlossen. Vielen Dank! So
Zur Stelle. Ihre Insel wird angegriffen. Ach ja, ich hab, hier sind die Kanonen, der Ölhafen ist ja neu, den sie jetzt angreift. Jetzt kommt hier wieder der Öltanker an und wird wahrscheinlich auch gleich wieder... Ah, wage es bloß nicht. Gut, immerhin den ignoriert sie jetzt einigermaßen. Und hier kommt ja die Entsatzung. Ja, Verteidigungsgeschütz wäre eine gute Idee. Die Insel hat nur leider gerade keine Baumaterialien mehr dafür. Machen wir mal hier ein bisschen die... Wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade hier den Clipper hier beladen mit Baumaterialien für die neue Welt. Stehen nach der Epidemie leer. Ich weiß gerade gar nicht, braucht man in der neuen Welt für irgendwas, was wir jetzt noch bauen wollen hier? Stahlbeton? Ne, Moment. Falsch. Nee, aber Kanonen. Aber Kanonen habe ich sogar noch welche hier. Also nehmen wir nichts davon mit, sondern nur nochmal Backstein. Flotte erwartet Befehle. So, jetzt müsste wenigstens bald mal der Öltanker angehen. Von mir aus freigegeben. Wenn Sie das für angebracht halten, muss... Halten Sie die Unterschicht am Boden und alles wird gut. Sie halten das für Güte? Sie haben an Einfluss verloren. So, und jetzt gehen wir mal los. Sind die auch gleich... Also sind immer noch nicht so weit. Ach Gott. Und diesen... Na, hier haben wir noch eins. Um mal diese Geschütze wegzuballern. Wenn der Öltanker kommt. Wirst du Command & Conquer Remaster hier live spielen? Ich glaube, wir werden das mal live spielen im Rahmen von Find Your Next Game nächste Woche. Oder nicht nächste Woche oder übernächste Woche, aber Find Your Next Game geht ja, unser großes Livestream-Programm für den ganzen Juni geht nächste Woche los. Und Teil davon wird auch mal Command & Conquer sein. So, was wollten wir jetzt eigentlich noch machen? Genau, sobald wir hier durch sind, was man neben dem
neben dem Kraftwerk hier jetzt dann auch noch braucht, ist dann eben ein Treibstoff Traktording. Dafür müssen wir wieder Backsteine rüberbringen. Sind unterwegs. So, und jetzt versenken wir diese Insel mal. Flotte geht auf Fahrt. Wie immer erdulde ich es. Bereit für neue Befehle. Schiff unter Beschuss. Bereit für den Einsatz. Ja, da ballert sie wieder auf meine Handelsschiffe. Das muss jetzt ein Ende haben hier. Deliane hat 2 Monate und 22 Tage Max geschaut. Das ist sehr, sehr nobel und heldenhaft und lobenswert. Oh, jetzt kommt sie sogar mit einem starken Schiff mal an. Das ist natürlich eine Sache für sich. Wer hat mehr als Deliane? Wer hat mehr? Toni Saurus ist auch da. Hallo! 500 Erste Legion hat 1 Monat und 23 Tage als Moderator. Natürlich hat man da auch etwas mehr. Aber Deliane schlägt dich noch. Das war nur ein Schatten. So, gut, jetzt haben wir hier dieses Schiff. Na, jetzt kommen wir hier ins Kreuzfeuer. Das ist ganz gefährlich hier. Aufpassen, dass die Insel da oben uns noch nicht erwischt. Nicht, dass in ihrer Stadt... Tausch mal ein bisschen aus. Die beiden gehen zur Reparatur. Und 2 andere sind ja auf dem Weg. Weil haben wir hier wieder Backstein. Ja, hier, ihre Handelsschiffe laufen auch bei mir so vorbei und kriegen auch so ein bisschen auf die Nase derweil. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ja, weg damit. Komm. Merk, wie sich es anfühlt. So, jetzt haben wir die Insel auch. Sehr gut. Man sieht, Krieg wird um Öl geführt. Sie blockiert meine Ölroute. Und dafür muss ich halt ihre ganze Insel im Grund und Boden stampfen. Übrigens für alle Bauern, die dort leben.
So. Jetzt aber. Hier wollte ich dann noch für... Es müsste ja gleich nämlich das Öl kommen. Noch einen Traktoren... Hafen, also Hangar bauen. Ein Treibstoff. Dings. Worte. So. Und hier reicht das tatsächlich bis ganz dahinter. Was tot ist, kann nicht ein zweites Mal sterben. So. Es wird mir schwerfallen, diesen Verrat zu verzeihen. Damit ist der Weg für das Öl frei. Expansion erfordert Blut, Schweiß und Tränen. Zum Glück nicht unsere. Pfirsich und Nihilor haben mit Twitch Prime abonniert. Vielen Dank. Wie lange wird dort gestreamt? Bekommt man die 3 Stunden voll? Ja, die 3 Stunden bekommt man voll. Ich stream bis 19 Uhr. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit. Das Königliche. So. Und jetzt kann ich schon mal anfangen, hier diese Paprika-Farmen auch mit Traktoren auszustatten. Wenn ich noch Dampfmaschinen habe. Die muss ich noch holen. Die Flammen sind außer Kontrolle. Irgendwie muss ich in der Stadt auch mal ein bisschen besser hier Schutzgebäude bauen. Die ist noch nicht so gut bestückt wie meine Hauptstadt. Mir geht halt ständig hier auch das Baumaterial aus und dann nervt es mich und dann habe ich keinen Bock mehr. Feuerwache. Gut, die, da habe ich keine Entschuldigung, die kostet nur Holz. Auch mal noch eine hin. Wir machen hier recht viel mit schwer brennbarer Schwerindustrie. Flaggschiff erwartet Anweisungen. So, jetzt ist auch gleich endlich unser Öl da. Und das Ganze hier geht mal tatsächlich los. Und wir haben die Dampfmaschinen, die wir für unsere neuen Traktoren brauchen. Es gibt ein Problem auf einer Route. Okay, das ist erstmal egal. Können wir uns drum kümmern. Ich dachte, es wäre ein Problem mit der Ölroute. Das hätte mich jetzt doch etwas frustriert, denn die hatte jetzt genug Probleme. So, jetzt haben wir hier diese riesige Paprika-Farm. Die jetzt durch den Traktor hier sehr, sehr groß werden kann. Und die braucht jetzt auch nur noch hier das Öl, das jetzt hoffentlich gleich angeliefert wird. Wir können nur auf guten Wind. Wo kommt der denn? Da ist auch schon unser Öl. Ja, Tanker bereit.
zweite Paprika-Farm, glaube ich, um die das hier voll auszureizen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Genau, jetzt haben wir hier unser Öl. Gut, der Ölhafen kann auch mal noch ausgebaut werden. Da brauchen wir auch wieder Baumaterial noch dafür. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Ah ja, und hier braucht man noch Salpeter für. Das habe ich aktuell noch nicht. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Genau, weil das habe ich. Salpeter habe ich vorher von ihr hier gekauft. Aber jetzt hat sie mich ja angegriffen. Deswegen. Ah, jetzt kriegt sie auch gerade noch von Admiral Silver auch auf die Nase. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Aber ich helfe natürlich gerne mit, hier auch noch aufs Maul zu geben. Und die Schiffe schicke ich mal zurück zum Reparaturkram. So, jetzt wird hier der erste Strom gebracht. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Und der Tankhof ist sogar schon am Start. Und wird die hier versorgen. Nicht ein zweites Mal sterben. Ah, jetzt haben wir da ein bisschen mitgekämpft. Das heißt, kriegen sogar ein klein wenig Anteil. Sehr gut. Ja, Lady Hunt, das wenn ist Sie jetzt... Sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück? Hast du halt nicht schlau eingefädelt, diesen Krieg. Die war ja halt auch schon mit wem anders im Krieg und hat trotzdem mich noch angegriffen. Das hat nicht mal Sinn ergeben. Also auf keiner Ebene. So, genau. Jetzt haben wir hier tatsächlich eben eine Produktionskette, die Silos und Farmen, also und Elektrizität und Traktoren alle nutzt. Das ist, was man im Grunde mit diesem DLC machen kann. Und jetzt sehen wir eben, dass die Produktion hier jetzt immer weiter steigt. Und wir hier jetzt auch noch durchaus Platz haben, um die noch auszubauen. Weil sie halt jetzt weniger Platz einnimmt als vorher insgesamt. Ich kann gerne nochmal auf die Traktoren zoomen. So sehen dann diese Felder aus. Und hier sind eben die ein bisschen weniger spektakulär, so von der Optik her, die Silos. Aber ist auch ein bisschen animiert. Da guckt, da ist so ein Bauer, der hier ein bisschen rumwurstelt dran. Die werden halt eben mit Weizen versorgt. Das geht von Rand wesentlich besser. Und das kennt man ja schon, aber ist eben trotzdem mit Teil davon.
das auch alles auf Strom zu stellen, damit das alles synchron quasi erhöhte Produktion hat. Und man sieht, dass jetzt diese Paprika-Farm wirklich hoch geht. Also Silos gehen nur auf 200%. Farmen können sogar noch höher gehen. Die gehen auf 300% insgesamt. Das heißt, ich habe jetzt sogar gerade mehr Paprika, als ich brauche. Weil... Wobei, oder? Habe ich? Ich habe 3 Großküchen. Ne, es passt sogar, genau. Ja, das heißt, ich brauche nur noch 2 Paprika-Farmen, um diese 3 Küchen zu versorgen. Sonst, muss man sich mal eben vor Augen führen, hätte ich für diese 3 Küchen, die jetzt mit Elektrizität auf 200 gehen, hätte ich 6 Farmen gebraucht. Und jetzt sind es 2, die natürlich ein bisschen weniger Platz, ein bisschen mehr Platz für sich ein. Also eine solche ist größer. Das sind wahrscheinlich, insgesamt sind es 3 Farmen an Platz, die ich da jetzt habe. Aber vorher hätte ich 6 gebraucht. Das heißt, ich habe jetzt diese Produktionskette hier ordentlich aufgebrezelt und habe jetzt hier sogar noch Platz, um noch weiter aufzubrezeln. Und das ist schon ganz cool, finde ich. Hat jetzt ein bisschen lang gedauert, das alles aufzubauen. Ich habe jetzt nicht mit dem Krieg dazwischen gerechnet. Ich hatte halt tatsächlich extra so ein Safe-Game genommen, wo wir ein bisschen uns... Wo es ein bisschen eine Beschäftigung ist, das Ding hier aufzubauen. Weil 3,5 Stunden Stream, wenn ich schon alles hätte, das nur hinzupflanzen, was mache ich denn dann 3,5 Stunden? Deswegen, ich hoffe, das war jetzt für euch nicht zu langweilig. war der Gedanke dabei, wie man das ein bisschen hier halt Zeit damit füllt. Weil man muss ja auch, wenn man ehrlich ist, sagen, so viel ist es wiederum auch nicht, ne? Also es ist im Grunde halt eine Spielmechanik für ein paar Produktionsketten, die jetzt so spektakulär auch nicht ist. Es ist cool, es ist sinnvoll, kostet aber auch, glaube ich, 6,99 oder halt Teil des Season Pass. Trotzdem eine sinnvolle Ergänzung für das Spiel. Das auf jeden Fall. Aber halt auch eigentlich eine recht kleine Spielmechanik, wo ich mir durchaus überlegen musste, so von wegen, wie walze ich das denn auf 3,5 Stunden Stream aus? Und wir haben jetzt sogar noch über eine Stunde. Das heißt, ich werde jetzt einfach weiter hier Produktionsketten damit versehen. Was haltet ihr davon? Lasst mich mal wissen. Ich meine, klar, also man kann eben auch mit Items die Farben noch... Das kann man ja auch weiterhin oben drauf tun. Aber jetzt passt das halt ein bisschen besser zusammen. Wie gefällt euch der DLC, nachdem ich ihn euch jetzt, glaube ich, in seiner Gänze gezeigt habe? Geht das auch in der neuen Welt? Ja, geht auch in der neuen Welt. Können wir, glaube ich, auch gleich nochmal machen. So, jetzt haben wir hier alles auf Strom. Das funktioniert auch ganz gut hier. Sehr gut. Und jetzt kann man eben sehen, dass ich jetzt eigentlich noch Platz hätte für eine weitere Warum muss der Stream 3,5 Stunden laufen? Weil ihr nach 3 Stunden einen weiteren Twitch-Drop bekommt. Und ich wollte euch natürlich die Möglichkeit geben, dass ihr den kriegen könnt. Deswegen, deswegen ist etwas länger. Genau, was können wir jetzt hier noch machen? Hier haben wir jetzt noch eine riesige Kette an Brauereien und so, die jetzt auch alle mit Strom auf doppelt gestellt werden und die Melzereien hier. Auch da könnte man jetzt natürlich mit Tankhöfen und so anfangen, aber ich glaube, man muss auch gucken, unbegrenzt Öl hat man ja auch nicht. Das alles hier mit Traktoren wird dann vielleicht auch irgendwann... bedenklich.
So von wegen, ob das alles, Wie viel hat der jetzt hier? Der hat jetzt kein Öl mehr tatsächlich schon. Und wie viel ist hier auf Lager? 10 von 10. Gut, jetzt hat er wieder ein bisschen was gekriegt. Ah ne, er hatte noch also auch ein bisschen was sogar. So. Also man muss tatsächlich ein bisschen gucken, welche Farmen man mit Traktoren verbessert, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, man wird nicht einfach alles mit Traktoren machen können, weil Öl ist ja eine begrenzte Ressource im Spiel. Und du brauchst es auch noch für Elektrizität für Schwerindustrie. Das heißt, so, hier habe ich tatsächlich, genau, mein Salpeter habe ich nicht mehr. Delta Abo hat abonniert, wie passend. Vielen Dank. Ich meine, gut, was auch gerade korrekt angemerkt wird von John Doe, was kriegst du für 7 Euro in anderen Spielen? Einen halben Skin. Tatsächlich, also jetzt sage ich mal, ob ich mir jetzt einen League of Legends Skin kaufe oder eine coole Traktorenmechanik für Anno, da ist Anno wiederum noch besseres Geld wert. Es ist immer so ein bisschen eine interessante Frage, nach welchen Maßstäben. Oder zum Beispiel ist Magic the Gathering bringt jetzt ein neues Set raus, wo ein Booster 16 Dollar kostet. Das heißt, dieser DLC ist ein halber Booster von Magic the Gathering Double Masters. Und nach dem Maßstab wiederum, also würde ich immer eher erstmal meine Anno-Traktoren mir kaufen. Und man kriegt ihn ja auch noch im Season Pass, weil er noch ein bisschen billiger ist. Es ist, und der Season Pass wird ja vermutlich dann sich allein für das, das Land der Löwen am Ende lohnen. Wenn das ähnlich umfangreich, soll es sogar umfangreicher werden als die Arktis, die ja schon sehr cool war. Deswegen. Ja, ich wollte mal Shampoos produzieren. Stimmt, wir haben jetzt hier eine neue Insel. Die, sogar die Fruchtbarkeit dafür hat. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch... Da müssen wir eine komplett neue Siedlung aufbauen. Also die meisten von euch scheinen auch so ein bisschen durchaus den DLC okay zu finden. Und das finde ich auch. Also es ist eine coole, sinnvolle Ergänzung. Und optisch auch schön. Ich finde es einfach schön, das zu sehen, so wie die hier so durchfahren und so. Spielerisch sehr sinnvoll. Ist so ein, die Definition von nett, sage ich mal. Und das durchaus nicht im negativen Sinn. Also nicht im Sinne von nett ist die kleine Schwester von Scheiße, sondern ein netter DLC. Und ja, im zweiten Season Pass enthalten, nicht im ersten. So, und jetzt, genau, jetzt können wir ein bisschen noch gucken. Jetzt würde ich doch einfach mal sagen, vielleicht bauen wir den hier noch ein bisschen weiter aus. Oder, wobei, uns fehlt hier auch schon wieder an Ressourcen, die für die... Ah ja, jetzt ist das Kraftwerk schon wieder leer. Ein guter Kapitän. Weil unsere Ölproduktion nicht hinterherkommt, dann weiten wir die noch mal aus. Wir können auch noch mal jetzt in die... Hatte doch eigentlich auch noch ein Schiff, Erfahrung, oder ist das noch so vieles. Vorsicht etwa. In die neue Welt mit Baumaterial geschickt? Weil hier können wir jetzt auch noch mal ein bisschen diesen Kram einsetzen.
sind unterwegs. Diese. Gut, da muss man dann jetzt noch Dampfmaschinen rüberkarren. Eines Konkurrenten wurde eingenommen. Bereit für den Einsatz. Ich glaube, Lady Margaret Hunt geht gerade ziemlich auf dem Zahnfleisch. Wurde eingenommen. Jetzt hat sie diese Insel auch noch verloren. Ich habe absolut kein Mitleid. Das ist, was du dir aufgeladen hast. Alles bereit. So, erstmal machen wir jetzt hier noch unsere zweite Ölschiene. Die Waffenruhe wurde beendet. Damit Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Das sind doch wieder die Piraten, die oder? Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, da muss ich gleich wieder einen neuen Waffenstillstand schließen. Ihre Geister werden dir folgen. Dachtest du, du hättest uns im Sack? Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Ich habe selbst noch ein paar Trümpfe, auch ich habe ja, Frau und Kind. Piraten besteche ich immer lieber am besten. Also das, ich finde, das macht wenig Spaß, da ständig mit denen kämpfen zu müssen. Deswegen, und sie sind ja nicht so teuer, das mache ich lieber immer eher so. So, jetzt haben wir hier ganz gut Öl. Jetzt könnten wir doch zum Beispiel mal... Was braucht man denn hier für den Treibstoff in der neuen Welt? Okay, da muss auch noch Stahlträger, aber gut, ich bring doch. Ich habe doch gerade wieder Stahlträger hergebracht. Erwarten neue Horizonte. So. Ja, sehr gut. Mein Sieg wird hier angemessen gewürdigt. Sowas lese ich auch immer am liebsten. Genau, jetzt werde ich diese Baumwollproduktion mal noch nach oben schrauben mit Traktoren. Neue Befehle? Das heißt, erneut müssen wir Stahlträger rüber schippern lassen. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Und wir brauchen einen zweiten Öltanker, damit der das zuverlässiger und schneller rüber... Ah, ich habe meine ganzen Dampfmaschinen ja gerade rübergeschickt für Traktoren. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Kriegt jetzt immer weiter auf die Nase. Die kann sich dem überhaupt nicht erwehren, weil der andere KI-Spieler viel stärker ist. Aber hat trotzdem es noch für nötig befunden, mich auch anzugreifen. Ja. Das Leben ist manchmal hart. Alles bereit. Ja,
Ja, man sieht, dass ich habe eben noch nicht genug Öl, um diese Produktion wirklich zuverlässig zu versorgen. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich mich ein bisschen verrechnet habe. 4 Konservenfabriken. 3 Großküchen. Stimmt das? Oder habe ich das vorher falsch gemacht? Habe ich das falsch rum gemacht? Oder? Ja, die Großküche ist langsamer als die Konserve. Es müsste umgekehrt sein. Nonsens habe ich gemacht. Das heißt, brauchen auch noch mehr von den anderen Sachen. Aber jetzt erstmal hier. Mehr als bereit. Schicken wir Ressourcen in die neue Welt. Und zwar wieder Stahlträger. Genau, und hier sollte ich mal eine von denen noch gegen eine Großküche austauschen. So, jetzt ergibt es mehr Sinn. 3 davon. Und 4 davon. Und für 4 davon brauche ich jeweils noch einen. Ne, das gibt jetzt sogar Sinn. Ne, nicht ganz. Die bei 200 und die sind ja bei. Wie viel Prozent sind die jetzt? 300 oder so, genau, die sind ein bisschen mehr wert. Habe ich auf jeden Fall noch eine Rinderfarm mehr. Mit einem Silo. So, und für die hier. Ich brauche noch eine mehr, habe dann aber Paprika-Überschuss. Aber gut, gibt Schlimmeres auf der Welt. Fehlt schon wieder Stahlträger. Nee. Würdest du den DLC für den aktuellen Preis bisher empfehlen? Ich würde, wenn, dann empfehlen, dass man sich den Season Pass holt, glaube ich. Wenn du eh Anno-Fan bist, dann wirst du wahrscheinlich ja eh auch das Land der Löwen haben wollen, wenn es kommt. In der Annahme, es wird so gut wie die Arktis. Das können wir natürlich noch nicht sicher sagen. Schauen wir mal. Und dann ist es, glaube ich, das der beste. Also den einzelnen jetzt hier für 7 Euro nur den zu holen, ist, glaube ich, unökonomisch. Und das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil das halt wirklich nur so eine Spielmechanik ist. Zur Stelle. Du hast noch Segelboote und deine Gegner schon Dampfschiffe. Ja, tatsächlich, weil ich gerade all meine Dampfmaschinen in
in Traktoren stecke. Das ist, ich weiß nicht, ob das, aber ich meine, es hat ja gereicht. Meine Segelschiffe haben ja Lady Margaret Hunt in Grund und Boden geballert. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Mal ein bisschen schneller hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. In der neuen Welt sind jetzt, glaube ich, auch gerade hier Schiffe angekommen, oder? Ja, mit den Dampfmaschinen für die Traktoren, für die Baumwolle. Und das hier kann aber wieder schon zurückfahren. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Schiff vom Stapel gelaufen. Außerdem, wie mehrere Leute korrekt auch sagen, sind Linienschiffe ja keineswegs schlecht. Ich habe die Dampfschiffe jetzt hier für den Öltanker natürlich benutzt, aber Linienschiffe sind auch selbst im Dampfzeitalter immer noch sinnvoll einzusetzen. Von daher, und wie man ja gesehen hat, haben sie ihren Job gut gemacht. Was auch daran liegt, dass ich nur mit der schwächeren Gegnerin Krieg gerade habe. Der Admiral da Silva könnte mir Probleme machen, aber der mag mich tatsächlich lieber, weil der findet es immer toll, wie ich Propaganda mache. Der ist da ein bisschen, sage ich mal, härter drauf. So, jetzt machen wir hier die Baumwolle neu. Das heißt, wir werden hier auch das kommt noch das Material, einen Tankhof brauchen. Was wollte ich machen? Wo ist die Produktionskette? Ist die Baumwolle nochmal drin? Hier, hier. Der Stahl ist noch auf dem Weg. Zur Stelle. Es wird gefragt. Ich liebe Anno, aber irgendwie ist der Handel bei Anno 1800 mega unübersichtlich. Später und meistens erledigt man einfach alle Gegner, dann gibt es kein Ziel mehr. Stimme ich halb zu. Ich finde auch, dass später im Spiel das Spiel schon so sehr chaotisch wird. Also nicht chaotisch im Sinne von hektisch, aber dann da bei allen Inseln immer im Bild zu behalten, okay, wie sind jetzt gerade die Bedürfnisse und wie muss ich die Handelsrouten abstimmen, dass da alles passt. Das ist so ein bisschen recht nervige Frickelei, wo auch zum Teil die Statistiken des Spiels, ich meine, das haben sie auch verbessert. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese Statistiken, die dir so Sachen anzeigen, wie du Sachen produzierst und wie viel du verbrauchst und sowas. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das müsste noch besser gehen. Allerdings finde ich nicht, dass, also ich finde gar nicht, dass das Ziel bei Anno 1800 ist, alle Gegner zu besiegen. Ich finde, das Ziel ist einfach, deine Inseln komplett voll zu bauen und sie so schön und cool und effizient wie möglich zu gestalten. Die KI-Spieler sind eigentlich eher so ein nerviges Beiwerk für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die beleben die Welt so ein wenig, deswegen spiele ich schon gerne mit ihnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich die besiege, dann ist das Spiel vorbei quasi oder das ist, was ich machen muss. Oder wie seht ihr das? Neue Befehle? So, was war jetzt eigentlich der Stand der Dinge?
Wo hatte ich das Schiff, das... ich wollte eigentlich noch mehr Balken, noch mehr Eisen in die neue Welt bringen. Habe ich das jetzt vergessen? Steuermann. Dann mach du mal. Was haben Sie getan? So, und ihr könnt auch noch mal ein bisschen... Stahl und Backsteine. Ich sag mal, Backsteine sind Ziegelsteine. Wichtiger Unterschied. Hier rüber bringen. Ach halt, und nee, Dampfmaschinen haben wir noch. Ein neuer Auftrag? In die Takelage! Oh, haben sogar schon genug Stahl für alles oder was? Nee, kann doch nicht sein. Gerade hier... Ach, ich habe den falschen Stahl mitgenommen. Ah, Gott. Ich merke schon, mein Hirn wird gerade etwas matschig. Ich wollte nicht Stahl, sondern Stahlträger natürlich. Sind unterwegs. Segel setzen. Das Ergebnis der Umfrage: 78 spielen am liebsten allein, 31 im Koop und nur 3 gegeneinander. Ich finde es interessant, es sind sogar mehr Koop-Spieler, als ich gedacht hätte. Aber tatsächlich muss es ja eine beträchtliche Menge an Koop-Spielern geben, weil die Stimmen ja sehr laut waren an die Entwickler auch, dass der Koop, war ja erstmal gar nicht am Start der Koop-Modus und wurde dann nachgeliefert. Dass es da offenbar recht viele Anno-Spieler gibt, die da Bock drauf haben. Ich spiele gerade, oder jetzt gerade nicht mehr, aber vor 2 Wochen oder so, habe ich eine Total War 3 Kingdoms-Kampagne mit Dimi zusammengespielt. Hat auch viel Spaß gemacht. Also Strategie im Koop, witzigerweise bei Aufbauspielen habe ich immer gar nicht so ganz den Sinn gesehen, irgendwie. Aber ich habe auch immer gerne Alarmstufe Rot 3 und Dawn of War 2, also Echtzeitstrategie im Koop gespielt. Das waren auch sehr schöne Koop-Spiele, tatsächlich. Fand ich zumindest. So, jetzt haben wir hier einen dritten Paprika-Farmer. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Wer hat welchen Kriegsherren gespielt in der Koop-Kampagne? Dimi war der Weiße Tiger und ich war Sun Jian. Das sind aber beides nicht unsere primären Kriegsherren, sondern wir hatten halt andere schon gespielt. Ich finde Cao Cao am besten. Witzigerweise Dimi, glaube ich, auch. Der ist halt cool in der Story. Der hat diese schöne Intrigenmechanik, dass er Spieler gegeneinander aufhetzen kann. Der macht einfach rundum Spaß. Ansonsten mochte ich auch noch Kong Rong sehr gerne. Der einfach so unglaublich reich ist, dass du ganz anders spielen kannst als sonst, weil du dich einfach aus jedem Problem rauskaufst. Und irgendwie, ich will dieses Gebiet, ich könnte es gewaltsam erobern, aber ich kann es auch einfach kaufen, ich habe ja so viel Geld. Das fand ich immer sehr amüsant mit dem. Genau, Dimi hat den neuen Banditen gespielt. Und ich habe Sun Jian hauptsächlich gespielt, weil das eine der wenigen ist, der... da in der Nähe startet. Wir wollten halt nicht zu weit weg voneinander starten, weil ich finde das für Koop-Kampagnen dann komisch, wenn man sich ja gar nicht zu Hilfe kommen kann.
So, jetzt gucken wir nochmal, wie weit sind wir jetzt hier in der neuen Welt? Wo ist mein Schiff? Das, hier haben wir Stahl. Das, da war's, genau. Ja, ich habe gerade Minusgeld, das wird sich gleich wieder geben. Tatsächlich liegt das an der Baumwolle. Weil ich gerade jetzt auch die Produktion eingerissen habe, um sie neu zu bauen. Ich habe immer gerade so viel Plus. Das Plus geht weg, sobald die in der alten Welt keine Pelzmäntel mehr haben. Dann kriege ich nicht mehr genug Steuern. Gerade deswegen will ich ja jetzt die Pelzmantelproduktion hier mit Traktoren aufbrezeln. Ein weiteres Abo, Salami 1999, vielen Dank. So, jetzt müssen wir noch hier jetzt endlich mal unsere Traktoren bauen können, oder? Ja. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Keine Änderungen? Nein, ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, fuck. Keine Änderungen? Jetzt haben wir tatsächlich gerade kurz ein bisschen Geldprobleme wahrscheinlich, aber hey, was soll's. Verloren. Gut, also tatsächlich muss ich tatsächlich sagen, was gerade so ein bisschen einer im Chat gesagt hat, Sir Royal Blue, dass Koop-Arbeitsteilung ist und die Sache leichter macht. Das kann ich mir bei Anno 1800 sogar tatsächlich vorstellen, weil da im späteren Spiel hast du ja wirklich viel zu tun. Das ergibt sogar Sinn. Kann ich nachvollziehen. Zukunft denke, spielen Sie keine Dann Rolle. Eine weitere Baumwollplantage. So, jetzt haben wir hier zwei. Dann können wir vielleicht... Hier hin, passt das? Das passt hier gerade nicht mehr hin. Das Treibstoffding wollte ich jetzt eigentlich hier hinsetzen. Ach, wie doof. Wo kriege ich das hin? Ist ja alles blockiert. Ah... Gut, dann muss ich es darüber setzen. Das hat ja zum Glück eine hohe Reichweite. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und dann können wir hier eine weitere Linie setzen. So. Und dann hier vielleicht noch eine Baumwollfarm, die... Jetzt fehlt uns schon wieder der Stahl. Aber wissen, was war noch... Was, wir werden angegriffen? Wer wagt es? Schiff unter Beschuss. Aber nicht du, oder? Mit dir bin ich doch nicht im Clinch. Gut, nee, passt. Schiff unter Beschuss. Wer greift denn hier an? Ich sehe gar nichts.
Neue Befehle? Vor allem warum? Hä? Schiff unter Beschuss. Ja, hier, gut, sie macht jetzt hier ein bisschen Stress. Wieder auf die Öltanker. Dass die auch nicht lernt. Aber die Öltanker, ich muss auch sagen, welche blöden Routen nehmen die denn immer? Jetzt habe ich hier extra schon aufgeräumt und jetzt schippert er da irgendwo wieder bei ihr im Gebiet rum. Diesmal schickt Char. Ah, das finde ich interessant. Es hat gerade jemand festgestellt, wann der erste Traktor kam. 1892. Es ist also wirklich nur noch sehr knapp im Bereich von Anno 1800. Aber gerade noch so. Gut, anscheinend hat unser Tanker hier überlebt. Nun, es ist genau umgekehrt. Wir hatten hier noch ein bisschen Stahl an Bord. Eines Konkurrenten wird belagert. Das heißt, ein weiterer Traktor geht sogar noch. Wo waren wir? Hier. Ich bin mein Leben lang ohne deine Machinas Infernales ausgekommen. Und hier sehen wir, dass die Bevölkerung sich zum Teil auch noch sträubt gegen die Innovation der Moderne, die wir hier ihnen bringen. Und andere sagen, ach, die sind ja nur nicht dem Fortschritt angeneigt. Das finde ich immer ganz nett. Das ist eine schöne kleine, bringt so ein bisschen Leben in die Spielwelt. Das finde ich schön. So, jetzt haben wir hier dann drei Baumwollplantagen, die alle bei 300% arbeiten. Das heißt, wir können eine Menge Webereien genau, normalerweise kann eine Weberei zwei Farmen. Jetzt haben wir quasi sechs Farmen. Das heißt, wir können drei Webereien damit speisen. Oder habe ich es wieder. Ich habe schon wieder falsch gerechnet, oder? Das ist. Nee, es ist. Ja, nee, eine kann zwei Farmen. Ja, das müsste stimmen. So. Und das hier kann man noch ein bisschen aufrüsten. Genau, jetzt haben wir hier auch in der neuen Welt Traktoren. Auf unseren Baumwollfeldern. Ist schon wieder, also Anno 1800 ist einfach ein schönes Spiel, das muss man wirklich sagen. Sehr idyllisch. Gut, ich hab auch gerade mal, Moment, ich kann ja jetzt eigentlich viel mehr, ne? Das sind ja, jede von diesen Farmen ist ja jetzt drei Farmen wert. Das heißt, ich habe 9 Farmen jetzt streng genommen. Und eine Weberei kann 2 betreuen. Das heißt, ich kann jetzt 4,5, also 5 Webereien quasi, und eine ist halt dann nur zur Hälfte unterwegs. Das ist, was jetzt die Sache hier ist. Beziehungsweise, dann sollte ich eigentlich noch eine Farm bauen. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr genug für noch einen Traktor. Ja, The Mars hat gerade korrekt, ich bin, es hat seinen Grund, warum ich was mit Worten mache, beruflich, nicht Mathematik. Danke, dass du es aber auch nochmal sagst, The Mars. 3 Farmen können 4,5 Webereien versorgen. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, wir machen noch 2 hierhin. Zerstört. Ein Schiff wurde zerstört. War das wieder der Öltanker oder was? Was ist hier zerstört worden? Warum ist denn vor allem sie jetzt wieder hier? Das wurde doch vorher erobert von dem anderen. Flotte unterwegs.
Ah, stimmt, ihr habt recht, der Typ hat vorher nur die Anteile genommen. Ich habe ja auch Anteile daran, aber die Insel wurde gar nicht zerstört. Das ist richtig. Ist jetzt mein Öl wieder? War das wieder mein Öltanker? Ja, jetzt haben sie mein Öl wieder weggeballert. Gut, dann muss man jetzt halt diese Insel auch noch zerstören und neue Öltanker bauen, versteht sich. Und hier dann eigentlich auch noch eine weitere Baumwollfarm. Gut, das ist jetzt gerade ein bisschen vom Platz hier alles eng, weil hier kommen schon die nächsten Farmen. Das passt hier gar nicht mehr gescheit alles rein. Ha. Aber so rum geht es. Wenn ich... Genau, jetzt fehlt wieder der Stahl. Den müssen wir gleich wieder bringen. Alles bereit. Setz die Segel. Und jetzt wird nochmal Lady Margaret Hunt versenkt. Kann sich ja nicht alles bieten lassen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Kein Platz mehr frei. Flotte erwartet Befehle. Ja. Lass mal den mal weg. Als nächstes kann man auch tatsächlich dann mal ein bisschen anfangen, Frachtschiffe hier, Dampfschiffe zu ersetzen. Allerdings ist tatsächlich jetzt allmählich gerade mal durch diese ganzen Bauprojekte unser Stahl sogar erschöpft. Aber immerhin kriegen wir jetzt mehr Baumwolle gleich. Also jetzt schon, aber dann danach auch noch. Weil hier wollte ich noch die nächste Weberei hinsetzen. Das habe ich mir so rum mehr gedacht. Genau, das passt nämlich auch perfekt. So geht das. Und dann können wir hier die Straßen weiterführen. Und noch dieses ungezähmte Land erschließen für die Industrie. Schiff unter Beschuss. So, und jetzt wird diese Insel platt gewalzt. Komm. Ich muss auch dazu sagen, dass ich tatsächlich auch ein weiterer Grund, warum ich gerne die Segelschiffe habe, ist, dass ich Segelschiffe einfach so viel cooler finde als Dampfschiffe. Bin ich vielleicht auch alleine mit, aber ich finde einfach diese Dinger mit ihren fetten Breitseiten und so. Ich habe Segelschiffe, ich habe als schon in der ersten Grundschulklasse war ich ein sehr komisches Kind, das wird euch nicht überraschen. Und was ich damals immer, ich habe gerne gezeichnet früher. Und was ich damals immer sehr viel gezeichnet habe, waren einfach fette, übertriebene Segelschiffe. Ich habe dann damals haufenweise, die waren dann, wie sie halt ein junges Kind zeichnet, super albern. Also ich habe halt immer geguckt, so wie kriege ich auf so einem Schiff möglichst viele Masten und möglichst viel Takelage unter. Die war überhaupt nicht, also das waren überhaupt keine Schiffe, die irgendwie gebaut waren, um praktikabel zu sein,
sondern um cool auszusehen nach den Maßstäben eines Siebenjährigen. Entsprechend, tatsächlich spielerisch mag ich Seeschlachten bei Total War auch immer nicht so. Aber optisch sind so diese alten Segelschiffe aus dieser Zeit, ganz ehrlich, die sind halt einfach großartig. Kann ich eigentlich gerade hier ranzoomen. Komm, meine Insel. Es wird mir schwer, das ist halt einfach fantastisch. Die sind so schön. Das Schiff Botafogo werde ich dann lieben. Sagt mir tatsächlich gerade nichts. Ist das ein besonders albernes Schiff mit möglichst vielen Segeln, Masten und Takelage? Komm, ich google das mal. Eins der am stärksten... Ne, das ist ein anderes. Ich finde gar nicht so viel. Ach, hier ist was. Oh, okay, das sieht... Moment. Das portugiesische Kriegsschiff Botafogo. Ich lege das gleich mal in den Stream rein. Moment. Hier haben wir es. Das ist tatsächlich die Art von Schiff, die ich damals wahrscheinlich gerne gezeichnet hätte. Was sehe ich da? Schön viele Masten, schön viele Segel, schön viel Takelage und alles. Das ist genau, was ich cool fand als Kind. Auch mit so einem schönen vorne so einem Mast und so und alles. Also möglichst viel Zeugs einfach. Viele Flaggen, viele Segel, viel Takelage, viele Kanonen. Das fand ich immer großartig. 366 Kanonen, 400 Besatzung, 300 Fuß lang. Und dann irgendwann leider im Sturm verloren. Das ist schade. Ja, was man hier wieder alles lernt, ne? Wo ist unser Stahlschiff? Ist es schon da? Hier ist es. Perfekt. Segel setzen! Sind unterwegs. Also das Bild habe ich nicht ich gezeichnet, um mal klarzustellen. Ich habe solche Schiffe gezeichnet. Die waren deutlich schlechter und uncooler. Weil, was zeichnen wir halt mit 7? Und irgendwann hatte ich dann mal einen Moment mit einer Grundschullehrerin, wo ich sehr stolz war auf ein Werk, das ich gezeichnet hatte. Und dann ging die nur vorbei und hat gesagt, und das soll ein Schiff sein? Und alle anderen haben halt irgendwie Dreiecke gemalt und dann noch ein Dreieck für die Segel. Und ich hatte ein Kunstwerk fabriziert, das vielleicht etwas zu viel Takelage hatte, aber ein Kunstwerk trotzdem war. Und seitdem habe ich diese Lehrerin zutiefst verabscheut. Schiff vom Stapel gelaufen. Übernehmen.
Segel setzen. Freue ich mich auf Port Royal 4. Gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich mochte diese Spiele immer. Ich habe früher auch ganz gern Patrizier gespielt. Aber ich mag's. Also ich mag den Aufbaupart, auch bei Anno zum Beispiel, lieber als den Handelspart. Und Port Royal 4 hat ja auch ein bisschen Aufbau, aber ist halt. Da ist der Handel eher das Hauptding. Und bei mir ist es halt von dem, was ich lieber mag, eher umgekehrt. So, jetzt haben wir hier, jetzt können wir noch eine weitere Plantage bauen. Und dann nämlich hier auch noch eine Weberei. Halt, was ist hier eigentlich? Ne, genau, hier muss erstmal noch eine Traktorscheune hin, so rum war's. Und dann kann der hier noch Felder bauen, so. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 traktorgetriebene Baumwollplantagen. Das heißt quasi 12 Stück. Das heißt, wir können 6 Webereien unterhalten. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Genau, ich habe 5 gebaut. Also geht noch eine sechste hier daneben hin. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Was ich falsch hier angelegt habe tatsächlich. Gut, das war jetzt nicht der Plan, aber gut. So. Ich mag auch immer sehr gern das Felder anlegen in Anno 1800. So dieses Stück für Stück planen von den Feldflächen mag ich sehr gerne. Das ist so die Art von ja klar, ich bin im Minus, ist mir auch gerade klar, ich habe es vorher erzählt. Es liegt daran, dass ich mehr Pelzmäntel brauche, die ich über Baumwolle kriege. Das heißt, ich agiere gerade gegen mein Minus. Und würde auch mal sagen, bei 500.000, bis ich jetzt im Minus wirklich bin, dauert es wirklich noch eine ganze Weile. So, genau, das müsste jetzt eigentlich alles ganz gut passen hier. Wir haben keinen Platz. Der Tankhof kriegt von Sold, also der Sold geht eigentlich da noch hin. Schön, dass Sie sich hat auch ein volles Lager, also müsste das hier versorgt werden. Wenn ich jetzt nämlich komplett falsch sehe. Und der kriegt dann von dort seine Waren. Passt doch alles. Wo ist denn gerade der Tankhof-Belieferer? Weil eigentlich geht er noch bis dahin, laut Anzeige. Trotzdem will er den hier nicht beliefern. Frage mich warum. Wird auch was von der reichen Ernte gezeigt? Ja, ist doch gerade hier. Ich habe hier gerade Traktorfarmfelder gebaut. In der neuen Welt geht das eben auch. Hier sieht man sie. Und ich frage mich gerade, warum hier meine Traktorscheune nicht beliefert wird. Hat jemand eine Idee? Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt fahren sie wieder los. Die Frage ist, wohin?
Ah ja, der beliefert den jetzt. Gut, hat eine Weile gedauert, bis sie es kapiert haben. Wir lahmen etwas. Ja, im Multiplayer wäre ich vielleicht mit meinen Segelschiffen schlechter dran. Ehrlich gesagt, aber kompetitiver Multiplayer, wie bereits gesagt, ist mir bei Anno komplett Schnurz. So offen kann ich sein. Jetzt ist tatsächlich gerade ein bisschen tatsächlich die Geldlage problematisch. Aber wie gesagt, es müsste jetzt eigentlich ganz gut jetzt hier mal Baumwolle kommen. Ja, Tanker bereit. Öltanker hier werden gebaut. Und als nächstes lasse ich mal die Baumwolle hier mit einem Frachtschiff liefern. Das dann ein bisschen mehr auch bringen kann. Nein, falsch. So, jetzt geht auch die Ölversorgung wieder los. Das Spiel hier ist mir bewusst jetzt gerade hier nicht makellos. Aber ich versuche ja gleichzeitig auch immer in den Chat zu schauen, ein bisschen klug daher zu schwätzen. Deswegen fällt mir nicht immer gleich jedes Problem auf. Oh, und witzigerweise haben wir jetzt hier durch die ganzen Silos hat diese Siedlung jetzt ein Weizenproblem. Die hat ihre Weizenvorräte aufgebraucht. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt dann anfangen, auch hier solche Getreidefarmen auf Traktoren umzustellen. Weil die Silos dann doch eben auf Dauer sich summieren in dem, was sie schlucken. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil ich noch so viel Weizen vorrätig hatte. Aber da muss man vorsichtig sein. Das heißt, habe ich denn jetzt hier gerade noch Stahl- und Dampfmaschinen? Habe ich. Dann kann ich ja mal anfangen, hier auch ein bisschen die... Nun gut, sieht auch noch daran, dass auch jetzt der die Ölversorgung auf der Insel gerade nicht funktioniert, weil ja vorher unsere Tanker versenkt wurden. Aber genau, da sieht man halt so ein bisschen, wie dieser DLC, dann wird es dann doch alles ineinander greift, dass man da Schritt für Schritt seine ganze Produktion eigentlich neu ordnen kann und muss. Also so, jetzt, nachdem das euch arme Menschen ja auch so stört, machen wir jetzt mal ein bisschen was gegen die Hacken zusammenschlagen. War das jetzt gegen das Geldminus. Jetzt gehen wir mal deutlich weniger ins Minus. Und sobald dann die Baumwolllieferungen, die wir jetzt mit unseren Traktoren gesichert haben, ankommen, dürfte das auch in Fort sein. So, und jetzt machen wir hier mal Getreidefarmen, die auf Traktoren setzen. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Das wäre eine. Haben wir noch weitere Ressourcen? Oder muss ich jetzt wieder... Na, wir haben immer noch. Gut. Dann machen wir doch mal hier noch eine hin. Jetzt haben wir hier schon mal quasi aus, ja, ich habe zwei Getreidefarmen gelöscht und quasi sechs draus gemacht. Das ist halt schon cool. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Irgendwie kommt jetzt hier, was brennt denn hier schon wieder? Oh, das wollen wir nicht. Oh, eine Inspektion.
So, ein zweiter Öltanker ist auch da. Inzwischen ist ja auch die Ölroute gesichert worden. Und die Baumwollroute wird jetzt gleich noch mit Dampfschiffen befahren. Ich freue mich übrigens sehr, dass im Chat offensichtlich sehr viele Segelschiff-Fans sind. Das ehrt euch alle. Wie viele Stunden sind denn schon in dem Savegame versunken? Das ist noch ein Savegame, das gar nicht so lang ist, weil ich... Es ist auch nicht mein primäres Savegame, weil ich bewusst ein Savegame spielen wollte, das ungefähr dann einsetzt, wo diese, wo dieser DLC zum ersten Mal relevant wird. Also, weil das ist, den Palast muss man natürlich im Super Late Game spielen. Wohingegen dieser DLC, wie man jetzt halt auch durchaus sieht, schon relevant wird ab dem Punkt, wo du Öl hast. Wobei es natürlich wiederum so ist, eigentlich auch erst, wenn du keinen Platz mehr hast, lustigerweise. Das habe ich vielleicht auch gar nicht so korrekt eingeordnet. Ich habe ihn ja bislang auch vorher nicht gespielt. Du kannst ihn schon früh nutzen, aber eigentlich habe ich ihn hier noch nicht gebraucht. Eigentlich hätte ich auch einfach erstmal hier diesen ganzen Platz hier noch ausschöpfen können, bevor ich dann allmählich neu planen muss. Mit Traktoren und Zeugs eben. Ich bin so eloquent gerade. Es ist Freitagabend. Man möge mir ein wenig nachsehen. Traktoren und Zeugs, ja. So, was wollten wir denn eigentlich noch machen? Genau, ich habe jetzt eigentlich alles gezeigt von diesem DLC. Wie gesagt, so viel ist es ja eben nicht. Das Dampfschiff hier dauert auch noch eine Weile. Habt ihr noch Fragen? Oder gebt mir sonstige Themen. Ich rede über alles, was ihr wollt. Sag mal, da hat Adi, aber was geht denn gleich nach deinem Stream so ab? Ja, Julius, mein lieber Kamerad, ich habe mir sagen lassen, dass dann jemand auch ein neues Add-on vorstellt, aber eben nicht für Anno, sondern für Elder Scrolls Online. Von daher bleibt auf jeden Fall direkt danach dran, denn Julius spielt Greymoor, das neue ESO-Add-on. Wenn ihr also lieber Rollenspiele statt Aufbauspiele mögt, kommt ihr da noch mehr auf eure Kosten. Diese Bilanz, die ist schlecht, sagt ihr. Ja, die ist auch schlecht. Aber eigentlich müsste das jetzt eben sich bald geben, sobald unsere Berge an Baumwolle ankommen. Wie läuft's hier jetzt eigentlich? Wie viel Baumwolle haben wir? Baumwollstoff voll? Ja eben, also jetzt müssten doch eigentlich dann mal die Handelsschiffe hier auch kommen. Und hier ist wieder nochmal einer mit Balken, mit Stahlbalken, falls wir die brauchen. Ja, nicht genügend Handelsschiffe auf der Route ist tatsächlich das Problem, glaube ich, gerade. Aber, nachdem es auch gewünscht wurde, bauen wir gerade das erste Dampfschiff dafür. Und ihr seht auch, die Bilanz geht schon hoch. Was daran liegen dürfte, dass jetzt... Kaffee ist jetzt gerade angekommen. Baumwolle aber auch. Die Schneiderei legt wieder los. Aber tatsächlich muss diese Route noch ein bisschen mehr befahren werden.
Und ich sollte mehr Items verwenden, wurde schon mehrfach gesagt. Ja, ist richtig. Das habe ich in diesem Savegame noch nicht so viel gemacht. Ist dann erst... ist dann eine Frage für die Late-Game-Optimierung. Aber tatsächlich habe ich das dann erst später gemacht. Wie gesagt, vielleicht hätte ich auch einfach ein Endgame-Savegame nehmen sollen. Aber ich hätte es dann auch irgendwie langweilig gefunden, weil... Was hätte ich denn jetzt 3,5 Stunden machen sollen, wenn ich einfach ein Savegame, wo ich schon alle Ressourcen im Endlos-Überfluss habe, dann klicke ich halt einfach hier einmal alle Farmen weg, baue alles neu und dann sind wir ja auch durch. Deswegen habe ich tatsächlich ein Savegame genutzt, mit Absicht, wo ich mir das noch alles Schritt für Schritt erarbeiten musste. Also jetzt brauchen wir noch mehr Öl, dann können wir es in der neuen Welt machen und sowas. Vielleicht war es auch jetzt auch gar nicht so spannend für euch, weil ich jetzt auch natürlich recht viel Zeit damit verbracht habe, hier Dings hin und her zu karren, Ressourcen. Aber wie gesagt, war die Idee, wie ich diesen Stream halt, wie man da ein bisschen, dass ich auch die ganze Zeit was zu tun habe, war der Gedanke. Gebt mir gerne Feedback. Hättet ihr lieber ein Endgame, Savegame hier gehabt, um diesen DLC zu präsentieren, oder fandet ihr das ganz okay so? Ich bin ja tatsächlich, ich habe Anno noch gar nicht so viel gestreamt, deswegen gerne Feedback, wie euch das jetzt gefallen hat. Und ja, wie gesagt, mir ist meine Bilanz bewusst, aber ihr seht ja, ich habe die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass sie besser wird und das Problem ist jetzt gelöst. Kommt heute noch ein Video über die kostenlosen Spiele? Ja, natürlich, das haben wir schon aufgenommen. Während ich hier streame, hat Fritz dieses Video produziert. Und es gibt auch ein paar richtig tolle diesmal. Deswegen freut euch drauf. Jetzt können wir dieses Schiff hier noch der Route hinzufügen. Für die Luxuswaren. Und können dann hier auch noch mehr Baumwollstoff einladen. Und am besten auch noch mehr Kaffee. Damit unsere Bilanz auch positiv bleibt. Denn diese Dampfschiffe haben ja den Vorteil, dass sie... Na, wo ist es denn? Der Kaffee. Dass sie deutlich mehr tragen können. Und das wird dann... alles hier entladen. Ne, in Eastmouth, in meiner Hauptstadt. Genau, und manche haben nicht genügend Frachtplätze dafür, aber die beiden machen es. So, perfekt. So, ja, es freut mich, dass ihr dass euch der Stream dann doch gefallen hat, durchaus, dass das eine sinnvolle Struktur war. Von daher freut mich das sehr. Und ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich gerade wieder, ich habe aktuell das Problem, dass ich durch meine verschiedenen Berufsaufgaben gerade durch verschiedenste Strategiespiele kreise. Und auf die alle mega Bock wieder bekomme. Also jetzt neulich hatten wir den Civilization-Stream mit Pete. Ich habe jetzt davor gar nicht groß wieder... Also Civilization war ein Spiel, das hatte ich eigentlich schon durchaus zu den Akten gelegt, sage ich mal. Also ich spiele das ab und an nochmal, aber gar nicht so viel. Dann kam halt die Einladung für dieses Stream-Event und yo, voll geil. Und dann habe ich danach nochmal wieder auch die ganze Nacht noch nach dem Stream Civ gespielt. Aber... konnte dann gar nicht so lange daran bleiben, weil ja der Anno-Stream noch anstand. Und jetzt habe ich auch wieder voll Bock, nochmal... eine komplett neue Anno-Siedlung zu bauen. Also bei Null anzufangen und auch mit all diesen DLCs mir eine hochzubauen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich quasi als nächstes spielen soll. Und dann will ich eigentlich auch noch Old World endlich mal ausprobieren, das Steinwallen für uns in einem Video vorgestellt hat, das mega cool aussieht. Und es gibt so viel geiles Zeugs und ich komme nicht hinterher. Was spielt ihr denn gerade so?
Und dann habe ich auch gerade noch neulich ein Video gemacht, eine Neuauflage von meiner Top 10 besten RTS-Liste. Und habe mich durch die verschiedenen, habe da wieder Generals gespielt, um Clips aufzunehmen. Habe Age 2 gespielt, Rise of Nations gespielt und so. Und kam überhaupt nicht. Und jetzt habe ich auch auf diese Spiele alle wieder Bock. Und es ist so schlimm. Martin Seth sagt, meine Bilanz sei Absicht, damit ich Punkt 19 Uhr zum Ende des Streams pleite gehe. Damit ich beweise, dass ich doch rechnen kann. Nee, ihr seht doch, meine Bilanz geht wieder nach oben. Es war alles Teil eines ausgeklügelten Plans. Der Kaffee ist schon wieder leer getrunken. Das ist nicht ganz so Teil des ausgeklügelten Plans. Mehr Kaffee könnten wir doch auch mal hier machen. Weil Kaffee ist ja auch wieder eine, gut, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt gar nicht, bis wir da die Ressourcen wieder hintransportiert haben. Wo putze ich überhaupt meinen Kaffee nochmal? Das hier Kaffee? Ja. Könnte man auch wieder mit Traktoren noch verbessern. Aber dann muss ich, bis da kriege ich jetzt keine Dampfmaschinen mehr her. Odysseus Down fragt, weil ich Rise of Nations erwähnt habe, auch Rise of Legends mochte ich immer lieber. Und ich finde es großartig, dass du das sagst, weil Rise of Legends fand ich klasse. Das war der Fantasy-Spin-Off von Rise of Nations, aber ist komplett gefloppt damals. Und ich fand das so schade, wahrscheinlich, weil er ein bisschen zu originell war. Die Sache ist tatsächlich, Rise of Legends fällt mir aktuell schwer noch zu spielen, weil das gibt's nirgends mehr. Ich habe das nirgends mehr gefunden. Und ich habe noch eine uralte CD-Version, aber ich glaube, ehrlich gesagt, diese CDs sind inzwischen zu verkratzt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das auf Windows 10 problemlos läuft. Aber ich hätte voll Bock, das mal wieder zu spielen. Ich habe mich dann in meinem Video, gebe ich zu, um mal hinter die Kulissen zu blicken, rausgemogelt. Und habe, als ich das erwähnt habe, nur den Render-Trailer gezeigt, den ich mir von YouTube geladen habe, damit ich es nicht spielen und Szenen aufnehmen musste, weil ich das gerade nicht kann. Jetzt ist meine Bilanz wieder niedrig, weil der Kaffee wieder weg ist. Die Menschen lassen sie hochleben. Aber das müsste jetzt eigentlich mit dem... Ist der Kaffee auch schon wieder... Wie viel Kaffee habe ich hier eigentlich im Lager? Ist der immer... Habe ich Überfluss an... Ne, ich habe nicht mal Überfluss an Kaffee. Sondern, Der Zweck heiligt die Mittel. Wie Sie wünschen. Gut zu sehen, dass Sie Ahnung haben. Sie haben an Einfluss. Hast du schon Rising Lords gesehen? Ist aus Deutschland. Habe ich nicht tatsächlich. Was ist das denn? Ein mittelalterliches, rundenbasiertes Strategiespiel. Ach, das sieht ja ganz witzig aus. So Hex ist. Was ist denn das? Ist das Hexfeld? Ne, ist das nicht Hexfeld. Allerdings nur 68% positive Reviews auf Steam. So, sorry, ich war gerade etwas abgelenkt und doof und albern. Genau, also tatsächlich, was gibt es hier gerade noch im Chat? Steinwallen und Writing Bull haben das wohl zuletzt gezeigt. Da muss ich mir auch mal anschauen. Ich meine, deren Videos gucke ich immer gerne. Steinwallen habe ich damals auf der Paradox Convention kennengelernt. Und hatte mir davor seine Videos angeschaut, weil ich ein Video zu, das ist ewig her, das Life is Feudal gemacht habe. Und mir davor bei einem YouTuber, der sich auskennt, ein bisschen angucken wollte, was das für ein Spiel ist.
Und dann kannte ich ihn schon, also hat sich vorgestellt als Steinwall, und ich hatte gerade zufällig eine Woche davor seinen Kanal entdeckt, weil ich mich über Mittelalterspiele informieren wollte. Und inzwischen macht er sogar ab und an Videos für uns und war bei uns im Podcast zu Gast, was ich ganz famos finde. So. Genau, also den Kaffee hier müsste man... Gut, aber Kaffee kann ich auch einfach erstmal ein bisschen so ausbauen, indem ich hier mehr baue. Das muss man jetzt auch mal, kann man auch mal zeigen, dass eigentlich auch oft die Lösung das ist für diese Probleme. Du brauchst nicht immer gleich Traktoren. Du kannst auch einfach mal mehr bauen. Weil hier habe ich ja wirklich noch viel Platz. Das heißt, jetzt kann ich hier einfach mal... Kaffeefarmen so bauen und wieder ganz klassisch meine Produktion erhöhen, indem ich einfach mehr habe. Jetzt habe ich auch gerade die Route verbessert, das heißt, hier ist gerade so ein bisschen auch die Lage etwas. So. Und dann noch eine Rösterei. Und im Grunde kann man auch gleich noch eine Rösterei bauen. Und hier noch eine Plantage. Weil das ist ja eben die Sache tatsächlich, dass jetzt auch in der neuen Welt da vorher... Das war eigentlich albern, da Traktoren zu nutzen. Das habe ich auch hauptsächlich zu Demonstrationszwecken gemacht. Weil noch braucht man sie hier nicht. Noch habe ich hier ja mehrere Inseln, die weitgehend unbebautes Land sind. Und so gesehen sind die Traktoren dann doch eine Late-Game-Mechanik. Nochmal ein paar Abos. Stavid Gamer, vielen Dank. Gut, jetzt brauche ich hier natürlich dringend noch ein bisschen mehr Arbeitskräfte wiederum. Diese winzige Siedlung hier ist zu klein, um das alles zu stemmen. Kann ich die hier überhaupt aufrüsten? Ja, weil sie keine Ponchos mehr haben. Gut, genau, und so geht's immer weiter. Das ist ja die Anno-Spirale. Jetzt muss ich auf der anderen Insel meine Poncho-Versorgung nach oben schrauben und so weiter und so fort. Wie viele DLCs sollen denn noch kommen? Also aktuell kommt eigentlich nur noch einer danach, nämlich Land der Löwen, also wo dann quasi Afrika dazu kommt. Allerdings muss das ja nicht heißen, dass es danach nicht noch was kommt. Also ich weiß nicht, ob sie schon gesagt haben, das wird jetzt das letzte Mal sein. Da bin ich mir unsicher. Oder ob nur gesagt wurde, jetzt erstmal kommt halt das und dann schauen wir mal. Schalt doch mal so ein Kraftwerk ab und zeig uns, was passiert. Könnte ich gerne machen. Ich meine, wir hatten ja vorher schon... Das Kraftwerk ist ja quasi schon ausgefallen vorher. Ich meine, man sieht es hier gerade schon. Nee, hier ist das Lager voll. Hier sind fehlende Waren. Machen wir mal aus. Und hier stellen wir mal ein. Okay, dann verpuffen die Traktoren einfach. Und die Produktion geht wohl massiv runter, würde ich mal schätzen.
Ja gut, habe ich hier die Farm ausgeschaltet, nicht den, den Traktor. Warum reißt du nicht direkt Bäume auf den Inseln ab? Stimmt, hätte ich machen sollen. Ich mag halt eigentlich die Optik davon. Also wenn ich gerade nicht baue, finde ich es schön, wenn da noch Bäume sind. Aber wenn ich gerade baue, sind sie natürlich doof. Was wir noch machen können, ist vielleicht, wir haben ja hier jetzt so ein sehr bäuerliches Viertel. Wir können noch diese Bauernornamente uns angucken. Die gibt es ja auch. Was können wir hier so alles machen? Wäscheleine zum Beispiel. Kann man hier so eine Schaukel. Heuballen sind doch immer schön. Heuballen sind immer schön. Lass uns mal ein paar Heuballen hier und da platzieren. Halt, jetzt wirklich verklickt. Holzzäune. Eine Vogelscheuche. Irgendwo in die Felder. Na, an den Rand der Felder. Habe ich irgendwo hier noch? Meine Felder sind zu effizient geplant. Da ist kein Platz für eine Vogelscheuche. Heuwägen sind vielleicht eher hier beim Weizen angesagt. Plumpsklo, ja, das ist auch ein wichtiges Ornament. Heuballen hatten wir ja gerade schon ein paar. Wegweiser. Ja gut, die sind alle so ein bisschen die. Ich fand jetzt, die hier haben mir besser gefallen. Mit denen konnte man wirklich hier so einen Industriehafen bauen. Für so einzelne Wegweiser wirst du in der Regel gar nicht den Platz haben. Der sieht da irgendwie doof aus, wenn du irgendwo. Man Felder so sehr effizient ja baut eigentlich. So, aber jetzt schauen wir die mal wieder an hier. Waffenruhe wurde beendet. Und dann fährt hier wieder ein. Einen Versuch war's wert. So, weil es gerade nochmal gewünscht wurde, in Ego-Perspektive an die Traktoren rangehen, kann ich gerne machen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ist schon sehr nett, finde ich. Also, Anno 1800 ist schon immer schon ein schönes Spiel zum Zuschauen gewesen. Und das ändert sich auch mit diesem DLC nicht. Im Gegenteil. So, jetzt geht's dann hier vorbei. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen einen Eindruck von dem DLC geben. Wie gesagt, als Fazit kann ich nochmal sagen, ist jetzt irgendwie so erstmal, ist halt gar nicht viel eigentlich. So eine Spielmechanik im Grunde hauptsächlich und ein bisschen drumherum wie halt diese Ornamente. Aber eine sehr sinnvolle und gelungene, die sich wirklich gut einfügt und auch so ein bisschen noch mehr das Spiel bereichert, hier auch eben schön beschaulich zum Angucken ist und sowas. Ich würde es, glaube ich, jetzt. Also aktuell, der Palast war ja auch schon recht cool und das Land der Löwen ist auch sehr gelungen. Also wird vielleicht sehr gelungen, wenn es ähnlich gut wird wie die Arktis. Das heißt, ich glaube, am besten wird am Ende der Deal sein, sich den Season Pass zu holen. Vielleicht aber lohnt es sich auch noch abzuwarten, bis die alle da sind dafür, weil. Das ist auch kein DLC, wo ich sagen würde, den braucht man unbedingt jetzt. Der muss dringend jetzt hierher. Bleibt bitte direkt dran. Der Julius streamt nämlich direkt weiter. Ab 19 Uhr hier Elder Scrolls. Zeigt euch das neue Add-on Greymoor. Deswegen schaut auf Twitch gerne vorbei, wenn ihr gerade auf YouTube seid. Oder bleibt auf Twitch. Und wir sehen uns nächste Woche bei Find Your Next Game. Wo wir den ganzen Juni fettes Livestream-Programm am Start haben. Wird großartig. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann sehen wir uns dann.